Einen wunderschönen guten Sonntag wünsche ich euch, Ladies und Gentlemen, Boys und Girls und ihr alle anderen da draußen, werte Dämonikonisten, herzlich willkommen zu Factory Industrial Revolution. Ich werde gleich zu den anderen dazustoßen, falls ich überhaupt noch erwünscht bin. Weil Tyrion hat gerade gesagt, ich soll verschwinden und habe ich auch gemacht. Und wir legen auch gleich los. Ich muss nur die Musik kurz ein bisschen wieder runterdrücken. So. Ich hoffe, euch allen geht es gut, seid gesund und munter. Ich schaue jetzt gerade mal. Die Timer. Der Multi ist eingestellt. Das ist eingestellt, das ist eingestellt. Alles gut. Sehr schön. Dann fahren wir mit dem Spiel fort. Huch. Und ich glaube, das dürfte eventuell der richtige Safe sein. Sieht zumindest danach aus. Gut. Bisschen noch OBS im Auge. Nur ein bisschen? Ja, nur ein bisschen. Meine Augen sind darauf fixiert. Okay? Nein, eigentlich nicht. Dann nicht, okay. Gut, Kenny will, dass ich was trinke, dann trinke ich was. Stay hydrated, Leute. Trinkt immer was Gutes. Trinkt immer was Feines. Bleibt einfach hydriert. Nicht so wie Skala. Ja, ich habe heute mal trinken vergessen. Außerdem. Bin ich gut. Wer tut es hier down zu nicht genug trinken? Und ich offensichtlich nicht. Und wer bekommt noch Kopfschmerzen dann? Ja. Schnauze einfach bitte. Und wer muss einen Hasenhut aufsetzen? Ich nicht. Doch, ja. Ich den Hasenhut schon. Ah. Ich wollte schon sagen, die Hasenhut dann, ja, das darf ich. So, kann's jetzt heute losgehen? Nein. Kommt drauf an, was losgehen. Mit den alltäglichen Wahnsinn hier. Achso, das geht los. Ja, wollen wir Malkaf sagen, dass er Mikro stumm ist in Discord? Hast du ja wohl gerade. Nein. Doch. Nein. Doch. Ja, sag sie mal. Ich wollte fragen, ob einer von euch das macht. Meinst du, kann ich nicht mehr leiden? Niemand kann mich hier leiden, habe ich festgestellt. Niemand! Ja, genau. Auch wenn das richtig ist, muss man sich gleich aussprechen. Ich hasse dich, ich hasse dich einfach. Wir hassen dich auch. Ja, das wollte ich jetzt wohl nicht sagen, aber im Grunde, ja. Oh Mann. So, okay, also was steht heute auf dem Plan? Auf dem Plan steht heute, wir müssen, oder ich sollte vor allem, die gelbe Fläschchenproduktion erweitern, verbessern, weiter ausfüllen. So. Und vielleicht sollten wir bei den Herstellungsprozessen auch langsam mal ein Umdenken stattfinden lassen. Bei welchem? Allgemein. Weil da durch die Silos, wo wir hier machen können, können wir teilweise ein paar Arbeitsschritte überspringen. Welche Silos? Ja, Arc Furnace. Ah. Weil du kannst die nicht nur in Barren tun, du kannst sie auch gleich in Werkzeug gießen. Warte. Ich kann Barrengießerei, Plattengießerei und Zahnradgießerei. Deswegen, du kannst zumindest ein paar Arbeitsschritte überspringen. Ja, kann ich. Ich weiß. Aber ich kann sie nicht in Werkzeug. Weil für Werkzeug brauchst du Stange und Kautschuk, zum Beispiel. Ich sag ja nicht, du kannst alle Arbeitsschritte überspringen. Ich sag, du kannst ein paar Arbeitsschritte überspringen. Und ob wir mal auch darauf anpassen wollen. Ja, deswegen liebe ich ja die Arc Furnace. Du
wenn das alles geschmolzen ist. So. Gut, brauchen wir mal hier alles. Ansonsten, Lauli, hat gestern alles geklappt bei dir? Ja. Das ist doch schön, sogar. War halt lange Fahrt, aber sonst. Ich habe einen Haufen Zeug im Inventar und weiß nicht mehr. Wie, wo, was. Wow, okay. This is my life. It's my life. Ja. Now or never. Wo ich dann auf der Rückfahrt wieder kurz vor Nürnberg war, habe ich noch Playmobil-Land irgendwie gelesen, habe gedacht, boah, geil, da gehe ich jetzt hin. What? Ich wollte schon fast abbiegen. Das könnte ich jetzt da googeln. Okay. Offen gehabt hätte. Das wär, ja, ob du noch die Chance hättest, da was abzustauben. Was hat Lauli gestern gemacht, um Himmels Willen? Weltreise? Funpark, genau, Playmobil Funpark. Oh Gott, why? 19 Uhr, hätte ich sogar noch Zeit gehabt. Das war 3/4 Stunde. Ja, funktioniert doch. Soll ich euch mal die unnötigste News des Tages sagen? Nein. Warum? Wieso? Kingdom Hearts 4 wurde angekündigt. Wer interessiert's? Sag ich doch, die unnötigste News des Tages. Für einen Dreier lassen sie sich wie lang Zeit? 10 Jahre? 11 Jahre? Und auf einmal, ja, keine keine 2-3 Jahre später. Was? Kingdom Hearts. Die haben jetzt nur bestätigt, dass es eine Entwicklung ist, muss man dazu sagen. Also es wird noch einige Jahre dauern. So, ich google mal kurz. Alter, gibt's jetzt keinen deutschen Artikel dazu? Scheiße, gibt's wirklich keinen deutschen Artikel dazu? Stimmt, der kam 2019 raus. Januar 2019. Ja. Quasi. Ah, irgendwas haben wir. 9 bis 11 Jahre nach Teil 2. Glaube ich. Ich weiß jetzt auch nicht mehr, wann Teil 2 rauskam. Ah, toll, da hätte ich jetzt kurz mal nachsehen können. Weil, wenn man mal hier kurz schaut, Chronik. Ich will da nicht meckern, aber kann mal jemand das Blei ein bisschen verblasen? Oh Gott, jetzt hat er schon wieder gemeckert. Ah, die Edelstahlmuni ist voll, deswegen. Jo. Nee, also, Teil 2 kam 2005 in Japan raus und 2006 halt im restlichen Zeug. Moment mal, Teil... Was? Teil 2 kam 2006 bei uns raus? Ja. Wow. Moment, 2006. 13 Jahre hat's benötigt. Uff. Oh, wir werden angegriffen. Auch die Ölfelder oben, aber die werden gut ab. Yep. Ich muss dazu sagen, ich bin ja ein Fan von Kingdom Hearts, ich mag das wirklich. Nur halt mit einem großen Disclaimer dran, dass ich die übergeordnete Story scheiße finde. Ich sag's mal so, ich mochte ja Kingdom Hearts auch. Und ich dachte eigentlich, dass nur die Auserwählten ein Schlüsselschwert tragen dürfen. Und mittlerweile darf jeder Hayopai ein Schlüsselschwert tragen, wo ich so denke... Wow, das ist ja gar nichts mehr Besonderes. Das ist ja... Ja, da macht sich schon in die Community ein bisschen drüber lustig, über die Entscheidung. So, nehme ich auch mal mit. Dass sie das wie ihn so vorgestellt haben. Oh Gott, schrecklich, schrecklich, schrecklich. Und hinter die Story komme ich schon lange nicht mehr dahinter. Weil ja, man irgendwie noch Birth by Sleep und Chains of Memories gespielt haben muss.
im Grunde kann man das Ganze so zusammenfassen, es gibt Spin-Off-Spiele, die sind keine Spin-Offs, die gehören eigentlich zur Hauptreihe. Ja, und das ist ja das Schlimme daran. Und das ist ultra kompliziert. So. Für mich ist es einfach nur wichtig, wenn ich jetzt wenn ein neues Kingdom Hearts rauskommt, es soll coole Disney-Welten haben oder Pixar-Welten, ist mir egal. Und es reicht mir. Die übergeordnete Story ist scheißegal. Who needs this? So, das haben wir. So, jetzt gehe ich mal endlich das Thema. Ist eine elektrische Montage. Nee, ist eine Lasermontagemaschine. Gut, dann gehen wir das Thema Lasermontagemaschine an. It's using the laser! Over 9000! Ja, nee, so extrem würde ich jetzt nicht gehen, aber. Ja, ansonsten, was kriegt man auch noch mit? Die Grafikkarten fallen etwas im Preis. Sie sind so super günstig, sie erreichen fast UVP. Yay! Ist mir immer noch zu teuer. Verständlich, ja. Jetzt brauche ich Kupferkabel hier. Aber ich sag auch einfach mal, ist ein Fortschritt. Ah, da kann ich wenigstens einige machen hier. Ich brauche Edelstahl. So, wie viel von den habe ich jetzt 7? Wie viel brauche ich? 2. Okay, gut. Nee, was halt lustig ist, weil bei den Grafikern, weil jetzt kommen auch immer öfter so die Frage auf. Jetzt werden die Grafikkarten billiger. Jetzt kannst du sich mehr Leute kaufen. Aber, jetzt steht schon von Nvidia die 4000er-Reihe so langsam vor der Tür. Soll man nicht lieber da drauf sparen? Echt jetzt? Und ich bin halt so der Meinung, kauf doch nicht einfach immer das Neueste vom Neuesten, ihr Deppen. Ja, vor allem will ich erstmal wissen, was für eine Leistung die bringen und so weiter. Ob die... Weil es kann ja sein, dass die schwächer sind. Nee, das glaube ich nicht. Nee, bestimmt nicht. Wir bräuchten übrigens irgendwie mehr Kupfer. Stimmt, wir... Ist nicht das kommt mich um, bei mir nichts anderes steht alles. Ja, warte mal, wo war denn das Kupferfeld, das angezapft werden sollte? 100 das Kupferfeld, also das 200 läuft, die Kupferleitung, sag mal, die steht halber. Die würde mehr schaffen. Wir brennen nicht genug, oder... Warte, besser mal, gesagt, wir waschen nicht genug. Ja, ich durchschaue das gerade. Oh, wir haben, glaube ich, einen blinden Fleck hier. So, das geht dadurch. Ja, nur einen blinden Fleck. Ja, wir könnten mehr Waschanlagen bauen. Soll ich das übernehmen? Waschanlagen? Ach, jetzt, Reinigungs... Ja, ist egal. Ja, ich dachte gerade, Waschanlagen? Hä? Soll ich das übernehmen oder will das jemand machen? Mach halt. Gut. Weil ich will nicht, dass irgendjemand dann wieder reinpfuscht. Ja. Mach du das am besten. So. Ja, Reinigungsanlagen. Cool, ich kann ja schon mal eine bauen. Wow. So, und dann holen wir noch den Stahl, noch den. Ist es Plexiglas, das ich brauche, oder? I don't know. Ich glaube Glas. Auch super viel Holz, was da drin ist. Und Solarpaneele. Was macht denn die eigentlich, wenn die geschmolzenen Nickel da? Theron, es gibt hier unten übrigens auch eine Box, da ist Glas drin. Ich habe genug. Das war jetzt erstmal nur provisorisch mit dem geschmolzenen Nickel. Ich brauche noch den Stahl.
Da ist ja auch die interessante Frage, hält's noch Darwin das aus? Der Schwefel sollte mal hier unten mal wegtun, langsam. Bei Kupfer. Schwefel bei Kupfer? Hier? Wo ich bin, oder? So, ist das jetzt richtig? Ach, da! Ja, ne, was halt als Abfallprodukt gilt, da. Ach so. Ja. Wofür könnte man noch diese Schwefeldinger brauchen? Oben ist die war Frage. Doch irgendwas. Es wird halt als Abfallprodukt immer gemacht und es braucht eigentlich ewig, bis es gefüllt ist. Deswegen bin ich da guter Dinge. Für Silizium braucht man ja hier Schotter, ne? Schotter. Ja. Oh Gott. Ich bin ein Ferkel. Warum? Ja. Was hast du gemacht? Ich hab gesuckelt. Na, solange du das ist und nicht schweinische Dinge gemacht hast, alles in bester Ordnung. Wie kannst du es wagen, mir sowas zu unterstellen? Du machst es doch gern. Das hat er nicht gesagt. Doch, hat er. Das hat er nicht gesagt. Ja, als eiskalt rauskam. Malkov! Wenn ich dich wär sonst. Jeder andere, nur nicht du. Ja, irgendeiner muss es ja machen. Chrommischung. Hat jemand noch blaue Greifarme oder so? Ich schau gleich nach, Moment. Zumindest. Werden die irgendwie automatisch irgendwo gebaut oder so? Nein. Aber du kannst immer dann... Fünf Stück habe ich. Wegschmissen. Ja. Ja. Perfekt, danke. Brauchst du noch gelbe? Ich habe ungefähr 116 gelbe. Nein, eigentlich nicht. Aber danke fürs Angebot. So, habe ich jetzt noch die zweite Reinigungsanlage. Gut, die wird da gemacht. Aber dann kann ich das zumindest schon mal hier vorbauen. Nee, das ist ein Mischer, Verbrennung, Lichtbogen. Zerkleinertes Eisenerz. Ah. Lauli! War halt schneller. Wie kannst du es wagen? Ich verteile eine Schwefel. Okay, ja. Was? Minsk, du zarte Honigbiene. Grüß dich. Wie ist auch schon? Ja, wir haben ja eigentlich erst begonnen. Wir müssen jetzt erstmal ein bisschen... Hallo, Minsk. Gedönse machen. Ja, ja, Verwaltungskram, den wir immer machen. Verwaltungskram ausbessern. Daran erinnern, was wir vorhatten. Genau. So. Ich habe übrigens mal die Bolzen, die Edelstahlbolzen, die Produktion, gestoppt? Weil wir haben viel zu viel Edelstahlbolzen drin. Okay. Jetzt habe ich mal auf 2 Stacks runtergewirtschaftet. Weil wir hatten, glaube ich, wie viel? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, knapp 11 Stacks, ne? Also, ich muss gerade mal schauen, ist es jetzt ein bisschen mit Kupfer besser geworden? Nee, da geht noch einiges eher. Ja, und Eisen geht auch langsam in die Knie. Oh Gott, da geht noch mehr. Also, halten wir uns mal ran. Mindestens kommt Zinn wieder hinterher, weil Zinn hatte nämlich Stau.
Ja, aber wenn wir auch kein Kupfer und kein Eisen mehr haben, dann brauchen wir auch kein Zinn mehr, ne? Das gefällt mir gerade weniger. Was gefällt dir dann nicht? Oder was gefällt dir denn überhaupt? Welcher Stoff wird mir gefallen? Nee, ich wollte unten eine Lücke bauen, damit ich vielleicht jetzt noch etwas Richtung Bahnhof ziehen kann, aber ich kann keine so großen Lücken machen. Mit blauen Fließbändern oder was ist dein Problem? Nee, unterirdischen. Also. Ja, die blauen gehen weiter. Ach, die blauen gehen weiter. Ja gut, dann muss ich das mal mit dem blauen probieren. Also die blauen, die gehen auf alle Fälle richtig schön weit. Warte mal, steht es dort? Hier, gelb 5, rot 7, blau 9. Okay, 9 wird jetzt aber auch nicht den großen Unterschied, ehrlich gesagt, machen. Das ist mal die Frage, wie viele fehlen, ne? So 4, 5 fehlen? Weil ich meine, zusätzlich, oder was? Ja, zusätzlich. Das wird dann nichts. Ja, sag ich doch. Blau wird jetzt nicht den großen Unterschied machen. Ja. Kann's schon, wenn es nur eins ist oder so. Das gefällt mir überhaupt nicht. Na, mal schauen. Ich werde mir noch was überlegen, wie ich es vielleicht noch nebenbei machen kann oder umändern kann. Ich schau mal, vielleicht kann ich daneben was bauen. Aber gut, ich muss jetzt erstmal weitere Reinigungsanlagen bauen, bevor ich da jetzt irgendwas. Ich kümmere mich da mal um Eisen, dass das. So. Kann nur sein, dass jetzt erstmal fast nichts ankommt. Weil ich jetzt erstmal gucken muss. Nee, das ist Schrotmunition. Ich schau mal, wo die rote Chipfabrik oben ist. Wir haben noch eine rote Chipfabrik, oder? Ja. Die muss ich nur noch finden. Über oder bei einem Öl. Shop in Öl. Okay, ich brauche erstmal Zeug für Arc Furnaces. Oder halte mal. Barren brauchen wir ja links. Meistens. Hier kannst du abklauen. Arc Furnaces. Ich sehe den lauter rote Chips vor lauter roten Chips nicht. Okay. Ja. Schon blöd, ne? Verstärkte Stahlplatten. So. Und Eisenstangen. Und sonst, Minsk, wie war dein Tag? Ich hoffe, doch angenehm. Dann schauen wir mal. Ich bin dafür, dass hier der Betonzeug ein Turbo braucht. Wieso Turbo? Wir brauchen mehr Beton. Ja, die stehen, weil sie nicht genug Schotter haben. Haben sie nicht genug Schotter? Weil hier nirgendwo Schotter ist. Das kommt hier mal hin und wieder ein einzelnes Schotterding an. Die Schottermaschine schafft es nicht. Die beiden Schottermaschinen schaffen es nicht. Wir brauchen mehr Schottermaschinen. Ich habe keine. Wo ist Lauli? Ich habe einen Stahlpuffer gebaut. Ich? Ja. Ich bin irgendwo. Dieses Abkauen, ja, die Schnauze voll von dir gehabt. Realistisch, aber unglaubwürdig. Was? Willst du den Betonzeug einen Boost verpassen? Nein, ich gebe der Teil nur den ganzen Schwefel.
Immer noch. Immer noch, okay. Graphitelektroden, Klemmbox. Was brauche ich noch? Ja, dieser Wald wird betoniert. Rund Beton. Klemmbox, ah. So. Fünf Stück. Da haben wir zumindest jetzt eine Einigungsanlage hier. Das könnte jetzt lustig werden. Stimmt. Bin schon wieder dran vorbeigelaufen. Wow. Jetzt brauche ich nur noch 3 Graphitelektroden, ein großer Edelstahlrahmen und ich kann wieder ein Arc Furnace herstellen. Was brauche ich dafür? Ach, da war ja was. Edelstahlträger, Edelstahlplatten, optischer Computer. Aha, das nutze ich ja kaum. Oh Gott. So gefällt mir Konstruktion ehrlich gesagt überhaupt nicht, aber mir fällt gerade nichts Besseres ein, womit ich mir noch den Platz verschaffen kann. So, großer Strommast habe ich hier. Und die Waffe ehrlich gesagt nicht. Habe ich vielleicht noch irgendeine andere Waffe im Inventar? Graphitelektrode, wie kriege ich die jetzt nochmal? Das war doch auch so ein teures. Graphitelektrode, 8 Kupferstangen, 32 Graphit. Yay! Lauf, Markov, lauf! Jo. Weil irgendwo hatte ich doch eine provisorische Maschine gebaut für Graphit. Ah ja, hier, genau. Hey, oh. Wir bauen noch ein paar. Ach, wird Malkav etwa schon wieder gierig? So. Der hat mir ganz blauen Fließbänder geklaut. 2 Stück. Ey, du hast gesagt, du hast gesagt ein paar. Ein paar sind 2. Wir sind ja nicht in einer Bigamie, also bitte. Boah, trotzdem. Wie viel waren denn drinne? Das war alles. Ach so. Dann tue ich dir die Hälfte abgeben. Nee, behalt deinen Kack. Wow, now he's angry. Ist schon abgewendet. So, warte mal, ich wird irgendwie wieder angegriffen. Ach, Solar oben. Oh Mann. 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. So. Jetzt, wo wird die Graphitelektrode hergestellt? So. Elektrische Montagemaschine. Hab ich nicht. Toll. Okay, ich werde definitiv mehr brauchen jetzt beim Abfluss. Oh, yay. Muss ich halt eine herstellen. So. Ja, toll, da brauche ich ja schon wieder Eisen. Jetzt können wir aber zumindest was sagen, das kommt kaum hinterher. So. Hab ich? Ja, da haben wir es doch. Sehr schön. Und dafür auch noch hier eins. Graphitelektrode! Einmal rein und rein damit. Oh,
Verdammt, das wird ja doch... Eigentlich noch ein paar mehr. Upsala. Gut, jetzt können wir die Arbeit aufnehmen. So, jetzt brauchen wir aber dafür Stahlerzbrecher mehr. Gut, 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 gut. Wo haben wir die denn? Ja, hier, da haben wir Stahlerzbrecher, brauchen wir Stahl. Jetzt brauche ich wieder hitzebeständige Stahlplatten, alles klar. Oh! Das ist ja besser, als ich dachte. Ne, ich dachte nur, Lagertank fürs Abwasser, da müssten wir jetzt auch ein bisschen ummodeln, weil es wird wahrscheinlich nicht ganz ausreichen, aber das Abwasser ist runtergegangen. Ja, es kämpft aber. Ja, es kämpft. Das kann man laut sagen, okay. Ey, die werden oben frecher, die Dinger. Du meinst die Viecher? Ja, die Viecher von mir aus. Haben wir eigentlich noch Klippen? Weil ich habe Klippensprengstoff noch im Winter. Nein, nicht wirklich. Irgendein Idiot hat die alle weggesprengt wahrscheinlich, oder? Ich weiß nicht, von wem du redest. Ich auch nicht. So, haben wir rein zufällig hier irgendwo noch einen Panzer? Das ist doch gut, oder? Solange es denn meiner ist, kannst du es noch gerne nehmen. Weißt du, was das Schöne ist? Es ist meiner! Den kannst du haben. Ist da noch eigentlich... Ja, da ist genügend Zeug drin. So, weil dann... Weiß ich jetzt, was ich mache. Ich muss nämlich noch warten, bis das Zeug bei mir fertig gebaut ist und bla 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 und blub blub blub. Da kann ich mal kurz einen Abstecher nach oben machen. So. Oh, da fällt ein Baum. Warte mal, komme ich hier irgendwo raus? Glaube nicht. Gibt's hier keinen Ausgang? Nee, der wurde weggelassen. Was? Wegrationalisiert oder was? Ja, das hat Geld gekostet, deswegen wurde er weggelassen. Was? Wie, was? Das ist ein Panzer. Fahr einfach. Schwung. Ja, aber wenn ich dagegen fahre, dann pisst ihr euch wieder auf. Warum fährt ihr denn dagegen? Warum? Ich möchte hier erwähnen. Ich habe jetzt die offizielle Erlaubnis. Fährt da gegen die Mauer, der Idiot. Warte, ich geh mit. Ich hasse dich. Du übrigens beeilen, sonst bauen sie den Mauer neu hin, bevor du durch bist. Ich bin durch. Eieieiei. Malkaf, du weißt es genauso gut wie ich. Er hat die offizielle Erlaubnis gegeben, dass ich das jetzt so in dieser Form machen darf. Ich weiß nur eins, du hast deinen Führerschein beim Aldi gemacht, weil du immer vergisst, die Handbremse anzuziehen, weshalb ich das immer gemacht habe bei dir. Es ist so nicht schlimm gewesen, ich weiß jetzt immer, was du dich aufregst. Na, Handbremse nicht anzuziehen ist schlimm. Ich zieh mal nie an. Ja, ich auch nie. Ich auch nicht. Wieso denn? Alter, sag mal, spinnt ihr? Ja, okay, ist das euer Auto. Nicht. Ist euer Auto. Wenn's kaputt ist, ich lach euch aus. Das ist nicht mal von der, da geht der Bremse hinten kaputt. Ja, und es dauernd so angezogen, sie rostet oder fest. Beziehungsweise geht der Bremszahl unten kaputt. Wenn die dauernd zu oft Zug ist. Das machst du, wenn du an einem Berg stehst, aber es nicht auf einer geraden Fläche. Oh Gott, ey. Ich bin gespannt, wie ihr das eurer Versicherung erklären wollt. Bezahlt's jetzt einfach. Ja.
Oh, das sorry. Ist das Auto. Okay, wir haben ein paar Nester vor unserer Haustür gefunden. Ich weiß auch nicht, wie die da hinkommen, wenn ich ehrlich bin. Da hat wohl jemand vergessen, Zauber zu machen. Ich habe vergessen, Kammerjäger zu rufen. Ich bräuchte mal Hilfe. Warte kurz. Ich repariere noch kurz meinen Panzer. So wie der grün ist zumindest. Okay. So. Ich komme her. Arg Furnace, was brauche ich nochmal dafür? Ach so, hitzebeständige Stahlplatten. Ich brauche halt so Stahl. Ah, danke Lauli. Ich habe jetzt erst deine Nachricht gesehen. Warst aber ordentlich unterwegs. 1,5 Stunden war ich unterwegs. Moment mal. Etwa das bei mir oder bei euch? Das mit S dazwischen. Ah, okay. Bei Nürnberg. Mhm, okay. Da, durch ein S, es gibt einen Unterschied. Bei einem würde ich 3 Stunden fahren, bei den anderen fahre ich einen Teil. Nee, alles gut. Ich dachte gerade so, wait, what? Hättest du was gesagt, dann hättest du zu mir vorbeikommen können und ich hätte wenigstens irgendwie Kaffee und Kuchen anbieten können. Ja, es wäre früh 8:30 bin ich losgefahren und abends 6 bin ich wieder losgefahren. 7:30 war ich dann da. So. Gut, ich mache hier schön alle Klippen weg. Wir können jetzt wesentlich freier fahren dadurch. Ist das nicht schön? Freie Fahrt für freie Bürger! Okay, habe ich überhaupt Raketen noch? Nee, ich habe nicht mehr wirklich Raketen. Oh. Na okay, Lauli verbessert unsere nachbarschaftlichen Beziehungen. Nachbarschaftlichen, habe ich gesagt. Ich habe nachbarschaftlich verstanden. Egal, Tomatentotschlag ist auch eine Art der Beziehung. Dann tun wir mal hier reparieren. Was? Fahr mal hoch. Ich habe jetzt aber keine Raketen mehr, nur zum Tipp. Ich habe nur 64. Okay. Ich habe zumindest, kann ich dir noch was von Edelstahlmagazin geben. Da habe ich nämlich noch was übrig. Dann tauschen wir halt, wenn wir oben sind. Ja. Und Edelstahlreparaturset mache ich noch wen. Ja. So, was wollte ich jetzt sagen? Man noch genau. Machen. Hitzebeständige Stahlplatten. Da bräuchte ich die verstärkten Stahlplatten. Da brauche ich deinen Klippensprengstoff hier. Ich habe dazwischen schon ganz viele Orte gesehen, wo ich ihn auch noch hätte benutzen können. Wie viel habe ich eigentlich noch? 10. Bräuchte ich ihn aber unbedingt. Ah, okay. So, dann machen wir mal. Wo ist denn der? Jetzt könnte ich mal echt meine Stellleiste tun. Tiron, wenn du nichts dagegen hast, bei Kupfer, du hast ja nur 2 Stahlerzbrecher soweit, ne?
Ja, ich wollte noch zwei weitere hin tun, die habe ich noch bei mir im Inventar. Okay, weil ich hätte nämlich Material für 8 Stahlerzbrecher. Okay. Ob man den nicht alle durch Stahlerzbrecher... Mein okay. Gott! Ja, ich sag nichts dazu. Ich war im Inventar, ich habe das nicht bemerkt. Ich weich noch vor dir aus, und du gehst immer weiter vor. Und ich denke mir so, muss eigentlich jetzt noch ausweichen. Ich sag nichts dagegen. Ich war im Inventar. So. Ja, wenn du willst, ich denke mal, wir werden nicht allzu viel brauchen. Maximal 4 insgesamt da. Okay, wenn du meinst. Alle Erzbrecher. 2 habe ich schon hergestellt, die liegen bei mir im Inventar. Die lagen bei dir im Inventar. Ja, die liegen bei mir im Inventar weiter oben an meiner Leiche, okay? Also das Gute ist, wir erforschen gerade Logistiksystem. Das ist auf alle Fälle, ja, hilfreich. Ja, hilfreich. Hilfreich trifft's gut. Oh, ja, ja. Ja, weil ich sehe halt nämlich das zerschrottete Erz. Es kommt halt bis unten gar nicht mal an. Oder bis zu den anderen 2 Maschinen. Ja, wie gesagt, deswegen, habe ich ja Erzbrecher gebaut, die liegen bei mir nur im Inventar, die muss ich noch hinstellen. Es wäre viel schneller gegangen, hätte ich nicht da unten ein Inventar bei mir geschaut. Ja, und wärst auf der Stelle stehen geblieben, hätte ich dich umrundet. Ich bin ja schon fast wieder da. Ja, ich hab das Lager auch gleich weg. Wollte gerade schon sagen, jetzt kriege ich auch mal meine Steine los. Wo ist denn jetzt wieder Klippensprengstoff? Also ich weiß, wie ich mein Inventar lernen kann, indem ich da das Zeug, das ich nicht brauche, in die Maschinerien einfüge. Irgendwie haben wir es heute, oder? Ja. Nein. Doch. Nur angeregt. Leicht. Warte nur, ich finde dich und rempelte ihn wieder an. Datenspeicher. Ah, jetzt brauche ich wieder Datenspeicher. Ah, ist das ein Rotz. Das ist unglaublich. Oh no. Oh, mein Panzer ist down. Ich auch bald. Renn zu mir. Wo bist du? Oh, okay, ich bin down, aber weit genug vom Lager entfernt. Ja, von beiden. Ja, von beiden, kann man so sagen. Gott, wie. Ja, ich hätte noch 2 Panzer, nämlich im Inventar. Oh, du hast 2 Panzer im Inventar, hast vorgesorgt, ne? Ja. Also gefühlt war der Panzer relativ schnell weg. Ja, weil alle auf dich spucken. Ah, ey, das ist doch Spuck wie gerotzt hier. So. Ah, da sind wir ja. Gut, weil da gehe ich aber auch gleich erstmal wieder zurück. Weil ich wollte ja eigentlich nur meinen Klippensprengstoff ein bisschen. Oh Mann, Entschuldigung. Gesundheit. Ein bisschen verbrauchen.
wenn es hinhört. Ach, der braucht noch, okay. Ich muss noch etwas höher. Aaron. Ja, aber da ist keiner. Ich will die Leiche erst holen. Ich hab den Panzer hingestellt. Ich will meine Leiche holen. Ach, das ist halt mit dem Panzer. Nein, das zieht zu viel Aufmerksamkeit auf sich. Siehste, ich bin flotter. Ja. Gepasst. Oh, danke, dass wir noch viel Munition drin. Habe ich echt da alles verballert? Ja, stimmt. So, jetzt zumindest mal die gute Munition rein. Ich will die Kampfschrotflinte haben. So. Bau dir eine. Ne, ich hatte eine, nur das Spiel hat automatisch die normale Schrotflinte rein. Hast du keine? Bau dir eine. Mach mal auch oben das Lager. Hör mal. Da kannst du wieder Klippensprengstoff ansetzen. Hab keinen mehr. So, was wollte ich? Ich wollte doch noch irgendwas, aber was? Weltherrschaft. Nee, nicht so was Simples. Oh Gott. So, stimmt er jetzt, was ist wieder? Kupfer! Da. Also 6 Maschinen sind jetzt Stahlerzbrecher und 6 sind elektrische Erzbrecher. Gut, dann ist der eine zumindest schon mal weg. Okay. Lauli zufrieden mit dem Ergebnis? Ja, ich hab da mitgekommen. Jetzt sind noch ein paar Würmer da. Also Kupfer ist jetzt kein Problem mehr. So, als nächstes kommt zurück. Eisen dran. Ich auch. Ah ja, stimmt, da hab ich's hier. Ah, hier, das ist explosives Kanonengeschoss-Zeug. Arc Furnace. Ach, hitzebeständige Stahlplatten, großer Edelstahlrahmen. Da brauche ich den optischen Computer und für den optischen Computer brauche ich Datenspeicher. Super. Datenspeicher, komm schon.
Materialien hätte ich, könnte ich herstellen. Ich brauche nur eine Lasermontage. Haben wir nicht irgendwo Datenspeicher? Keine Ahnung, ob der irgendwo hergestellt wird. Weil ich meine, ich habe irgendwo das Ding benutzt. Einfach so eine Lasermontagemaschine. Dafür. Wie gesagt, keine Ahnung. Muss die anderen zwei fragen. Vorzugsweise Skala. Nicht, dass ich wüsste, wie sieht okay. Das Ding aus. Oder auf welcher Seite ist denn das? Ne, ich brauche nur eine Lasermontagemaschine. Habe ich keine. Das ist eine elektrische. Alles gut, alles gut. Ja, mal schlecht. Gut, schon mal drauf. Herren, wir müssen noch mal ausrücken. Ja, gleich. Mit der Zeit. Na gut, ich rück schon mit welcher auf. Zeit? Deiner Zeit. Gib mir 5 Minuten. Bring Maschinengewehr mal mit zusammen. Ja, mach ich. So, wo waren da, ich hab doch da letzte Woche auch so Munitionsfabrik gebaut. Ach stimmt, die war ganz relativ weit unten. Die Edelstahlmuni, ja. Einen guten. Ham, ham. So, blöde Frage. Wo machen wir, wie heißt Petrolkoks Treibstoff? Da hier, genau. Da. Da. So, läuft das jetzt denn hier? Ich dachte gerade schon, warum arbeiten die Maschinen nicht? Die wollten nicht. Ausgang voll. Oh, Abwasser da ist voll, deswegen. Aha. Wo ist der voll? Alles gut, die Kläranlage hier muss mal geleert werden, deswegen. Definiere hier Eisen. Ach so. Ich dachte gerade schon, warum kommt das so wenig an? Und mein Inventar ist gerade voll von Siliziumdioxid. Mal gucken, wo man überall Siliziumdioxid braucht, dann hau ich da eine Menge rein. Genauso wie Schotter etc. So, Lauli, wo bist du? Ich bin gerade zurück zum Panzer reparieren. Okay. Ansonsten, ich hätte noch Werkzeug zum Reparieren da. Ja, aber so sollte ich mich bemühen, wenn die Roboter das gerne machen. Sklaverei und so? Ja. Okay. Dann kümmere ich mich um, weil ich habe noch Munition dabei. Ja. Meinst du, es ist da noch weg? Ja. Gut, 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 gut. Hast du es oben, das Lager? Ja, das kleine, wo du hier fast schon zerstört hast, habe ich. Gibt's das noch eins? Da gerade erst entstanden. Schotter, da. Thank you.
Und weg da mit euch. Das langsam geht uns leicht und endlich mal wieder hoch. Yay, ist doch schon was Gutes, oder? Ja. Das habe ich ganz versucht, weil der ganzen Kunststoffdinger, wo du hingestellt hast, die arbeiten nichts, weil sie einfach kein Petroleum haben. Ehrlich, wir sollten mir echt dafür sorgen, dass mehr Petroleum da ist. Ne, bin ich die ganze Zeit dabei. Du baust ja nur eine Scheiße, wo man nicht braucht. Ich bereue nichts. Ja, der ganze Plastik, Plexiglas-Ding steht frei, weil nicht genug Kunststoff da war. Dadurch steht unten der gelbe Flashlight-Produktion alles. Ich bleib dabei, ich bereue nicht. Hast du Munition? Ich hab nichts mehr. Ja, ich hab noch irgendwas. Dann geh ich mal kurz zurück und hol was. Ich dachte, du wolltest eh zurück. Nein. Nein? Hatten wir es nicht über Sklaverei und Roboter gehabt? Ja, ich geh zum Öllager da und so, mich reparieren lassen und geh wieder weiter. Okay. Dann geh ich jetzt zurück. Hab gedacht, ja. Nee, ich hab noch was. Du kannst was abholen, aber ich dachte, du gehst halt zurück. Aber gut, wir haben es geklärt, dass du das nicht gemacht hast. Ja. Weil, dass ich das falsch angenommen habe. So. Ja. Haben wir jetzt genug Kanonenschüsse da? So, Eisen sollte jetzt gleich wieder ordentlich anlaufen. Problem behoben, das Abwasser war nur voll. Und ich guck mal, dass ich die Kläranlage soweit auch gleich leere. Damit Platz vorhanden ist. Du hast einen Wurm zurückgelassen, den habe ich noch schnell überfahren. Okay, gut zu wissen. So, ich brauche ja hitzebeständige Stahlplatten. Verstärkte Stahlplatten, jawohl. So. Ich habe mich schon gewundert. Wir haben so viele Reinigungsmaschinen. Und warum arbeiten die nicht, dachte ich mir. Oder habe ich mir gedacht. So. Das Lager ist jetzt auch weg. Bitteschön. Malkav. Es gibt Leute da draußen, die machen sich um dich Sorgen. Und welche Zähne, also bitte. Ich kann mit meinen Zähnen Holz durchbeißen. Stellt euch nicht so an. Meine Zähne sind gut. Dann brauche ich dich das nächste Mal beim Holzspalten. Gar kein Problem. Das will ich sehen.
Habe ich noch genug? Ja, ich habe noch genug. Laule, ich habe was für dich, eine riesengroße Meute. Ja. Ja, Laule, wo bist du? Ich bin bei der Ölfelder. Okay. Wir steigen mal kurz aus und reparieren. Mal schauen, wann sie kommen. Kam gar nicht. Dann gehe ich das hier mal wieder selbst an. So, dann schauen wir mal. Die habe ich ja noch gar nicht angegriffen. Die da oben habe ich aber angegriffen. Ja, das sind zum Glück ein Großteil. Ihre Gebäude zerstört. Um nicht zu sagen, alles sind zerstört. So, wie sieht's auf deiner Seite aus? Ich habe ganz viel Schöne erledigt. Ich würde sagen, fast schon. Was? Ich habe auch schon den Wasser. Ja. Ich würde sagen, fast schon hier die Ölfelder sollten wieder sicher sein eigentlich. Weil hier auch noch hier unten, dann würde ich sagen, gehen wir eigentlich wieder zurück und kümmern uns um unser Zeug. Habe ich noch welche Raketen? Ne, glaub nimmer. Okay. Hätte ich noch 16. Aber für das, was ich machen will, sollten die Anzahl ausreichen. Oh, Transportmenge. Ah. Das ist schon wieder voll. Was ist da los? Ich glaube, die kleine Kläranlage verpackt das Ganze nicht. Doch, so. Eigentlich schon. Na, dann gehen wir jetzt erstmal zurück. Jo, mach mal ausfindig. Also ich bin erst mit meiner Tour fertig. Da, Kläranlage. Ja, schön. Wieder ein paar Klippen weniger. Hier mit den ganzen Nickel, weil hier sind die ganzen Lagertanks voll, deswegen haben wir kein Kupfer. Oh. Müsste man entweder mehr verbrauchen oder mal schauen. Verbrennen oder so schmeißen. Ja, das ist ja in Lagertanks drin. Ah. Leon.
Ach, du einfach. Okay. Keine Ahnung, Malkaf macht das so, oder? Ja, weil wir verbraten eigentlich so gut wie kein Nickel. Deswegen habe ich gedacht, komm, ich schmelz die mal ein. Ja, aber die ist, der Lagertank ist voll. Ja, wir haben es jetzt geleert. Oh. Ist es voll, bist betrübt, dann mach den Hahn auf. So ungefähr. Anlage. Was ist denn los? Bist du müde? Lauli ist doch immer müde. Ich habe ein gutes Mittagessen hinter mir. Schönen Mittagsspaziergang. Na dann. Ich habe heute auch mal was Gutes gegessen. Und? War es lecker? Nein. Natürlich war es lecker. War heute mal. In die Ortschaft gewandert. Gab es Sauerbraten mit Salzkartoffeln und Blaukraut dazu. Oh Gott. Und das Beste, wir konnten uns hier hocken und wieder aufstehen, haben nichts bezahlt. Was? Die Schwiecheroma hat uns eingeladen. Ach so. Ich dachte schon, ihr habt wieder die Leute betrogen hier. Ist ja wieder. Wir reden hier von Lauli. Obwohl, einen lustigen Gag hätte ich. Der ist mal aus Versehen passiert. Aber ich finde ihn immer noch gut. Das war mal Geburtstag, wo ich gefeiert habe. Da habe ich mal all meine guten Freunde damals zum Pizzaessen eingeladen. Habe gesagt, ich bezahle. Und da ist einer mitgekommen. Da war rein zufällig sein Tonto. Hunter und sein Onkel dabei. So, jetzt hab ich's. Und auf einmal meinten die so, ach, wir bezahlen für ihn. Und am Ende musste ich nichts dafür bezahlen, wo ich mir auch dachte, okay. Er war eh schon eingeladen. Er hätte von Anfang an nichts bezahlen müssen. Man muss dazu sagen, den sein Tante und sein Onkel wussten nichts, dass ich Geburtstag feier. Dachten nur, hey, mir tut mal einen Gefallen, dass er nichts bezahlen muss. Ah ja. Das hat ganz knapp ausgereicht. Ich glaube, ich spinne. Ja, du spinnst. Wer spinnt hier nicht? Nee, ich hab's hier gerade mit Rohre verlegen. Oh. Backhaus ist sein Spezialgebiet. Rohre. Oh ja. Einer muss es ja mal tun. Ja. Ja. Bei Freiwilligen bist du ganz vorne mit dabei, das kennen wir von dir. Yep. So, dann schaue ich mal hier mal. So, Edelstahl. Was mir noch einfällt, was man machen kann. Wie sieht's denn eigentlich stromtechnisch aus? Hau rein! Wir haben so viel, wie du haben willst. Okay. Ja, aber ich tu mal unten die Leichtbauteile mit Tempomodulen versehen. Extra ausgebaut, also das dürfte jetzt immer so schnell zusammenbrechen. Ja, weil egal was ich mache, halt immer noch
die Leichtbauteile sind halt die, die echt am längsten brauchen. Da kann ich machen, was ich will. Ja, du hast doch nicht genug Kunststoff, falls du nicht gemerkt hast. Plexiglas. Details. Es staut sich unten. Ach nee. Nee, doch nicht. Das Plexiglas geht. Knapp, ja. Aber es geht. Nee, weil da bin ich gerade dabei, mich mehr Kunststoff eben zu dingsen, herzustellen. Aber wir haben immer noch das Problem, unser Petroleum reicht nicht. Da dachte ich, es wäre gefixt. Nee, ich musste mir jetzt erstmal Leichtöl kümmern. Weil das hat's dann nicht mehr standgehalten. Okay, soll ich oben mithelfen oder willst du es alleine machen erstmal? Ich kann schon machen, weil ich bin jetzt fast fertig, ich weiß nur noch nicht, wie ich es machen soll, weil es kein Platz da. Das ist normal. Weil ich habe jetzt extra noch hier nochmal Dinge gebaut. Leichtölkrackverfahren. Ja. Ach, Petroleum ist das. Ja, das brauchen wir ja wiederum, um Kunststoff herzustellen. Ja, ist für die zuständig. Und die laufen ja nicht richtig, weil wir nicht genug haben. Ich überlege gerade, ob ich das ganze Petroleum mal abreiße und nochmal neu hinbaue. Im Notfall, Max, wenn es am Ende besser läuft, yay, oder? Ja. Weil das ist halt schon ganz schön oft erweitert worden. Das ist ja eines der Probleme, die wir haben. Wir haben es sehr oft erweitert, aber jetzt habe ich schon mal 2 Stück drin. Jetzt muss es ständig warten. Wir haben es zwar ständig erweitert, aber so wirklich ja, neu organisiert haben wir es nie. Das wird es am besten treffen. Na gut, ich habe jetzt halt schon Geschwindigkeitsmodule neu und so, selbst auf 2 dann. Die schaffen es nicht. Die 4 Dinge einfach. Okay, da habe ich jetzt mal falsch geschaut. Genau da oben muss ich hin. Ja, kein Kunststoff. Ja, ansonsten. Ich kann jetzt wahrscheinlich auch nicht hier das Zeug weitermachen lassen, weil, ja, ist schon weg. Ist schon weg, gut. Fein, fein. Können wir gleich die bessere Version diesmal sogar auswählen? Ich glaube, die brauche ich jetzt sogar rüber. Schauen wir mal, ob wir jetzt irgendwie alles angeschlossen bekommen. Ja, schauen wir mal. So. Ja, dann müssen wir natürlich so wieder schauen, dann wird auch wieder Leichtöl nicht ausreichen. Warte mal, Leichtöl. Das Gute ist, das Leichtöl kann jetzt auftanken, aber das wird dann trotzdem zum Problem. So, da haben wir hier Leichtöl. Gott, das Blöde ist, ich will ja gern helfen oder so. Aber ich muss mich in den ganzen Ölzeug erstmal wieder einlesen. So, Schweröl können wir vielleicht was mit Leichtöl anzapfen. Genau, jetzt laufen wir hier oben mal weiter. So, Was ist, Lauli? So schwer. Ne, ich kenne mich halt gerade im Moment weniger aus damit. Es ist nicht schwer, ich muss mich halt einfach nur wieder erstmal einlesen. Wortwitz. Schwer. Raus. Danke. Okay, da könnte man theoretisch hier noch ein paar machen. Maschinen machen. So, wie ist denn das? Brauchst du hier deine
Ein Flammenwerferzeug noch, was sonst reiß ich es mal ab. Ja, kannst du abreißen. Ich nehme jetzt den Rest einfach erstmal mit. Weil nützlich ist das schon, wenn man es dabei hat. Das auf keinen Fall. Das auf jeden Fall. Sonst würden wir es halt mal gescheit einbauen. Ja, ja, das erlaube ich. Also ich brauche jetzt. Ja, ich brauche es halt nicht unmittelbar jetzt gerade. Also, okay. So, das meinte ich. So. Ah, Mann. Ansonsten, ich hätte halt mehr geschaut, dass wir jetzt auch Schweröl in Petroleum, Leichtöl umwandeln. Weil sind wir dabei, da habe ich hier oben Arsch, das kommt wahrscheinlich als nächstes dran. Oh, jetzt habe ich Wasser anscheinend zu einer Brauch. Hier ist. Ja. Dass das hier weiterläuft oben. Singen mich damit. Ja, jetzt läuft es. Okay, gut. Nee, da, weil, weißt du, was du machen könntest, wenn du helfen willst? Ich will nicht helfen. Mehr Siliziumdioxid hier drüben. Das müssen wir mal rüberleiten. Also Silizium habe ich. Warte mal, wo brauchst du das? Da hier drüben wird es hergestellt. Das brauche ich hier bei meinem Ölzeug, wo ich gerade neu aufbaue. Ah, da wird's hergestellt. Also, man müsste halt erweitern, weil das kommt jetzt schon hinterher. Ja, warte mal, wohin soll's geleitet werden? Ja, hier oben, wo ich gerade umbaue. An den Maschinen und an die, wo ich unten baue, auch. Ah, die brauchen das für Schwerölzeug. Okay, gut. Ja. Okay, kann ich ja mal probieren. So, hier drüben. Ah, funktioniert so. Ach, dort. Boah, ein paar Stangen. Mal wieder. Markup ist das Hobby. Das ist was? Es gab ja früher so Krimiserien. Mord ist ihr Hobby. Ja, kenn ich. Ersetzt Mord durch Markup. So. Hier machen wir es jetzt. Ja, es müsste gut funktionieren. Bam. Will ich lieber so eine. So, mal gucken, ob es ausreicht. Obwohl, Skala, ich hätte vielleicht ein Spiel für dich. Was denn? Terra Nil. Kenn ich nicht. Ja, ich hab mal von dem Spiel gehört. Das ist so wie das Anti-Aufbauspiel. Wird's auch gern bezeichnet. Du musst sozusagen eine, so, sagen wir mal, eine Fabrik wie ein Factorio zurückbauen, sodass die Natur am Ende wiederkommen kann. Ach du Kacke. Dass die was? Dass die Natur zurückkehrt. Ah, jetzt hab ich's verstanden. Ich finde zumindest ist das Konzept etwas interessant. Also ja, man muss auf jeden Fall mal anders denken, sagen wir mal so. Oh. Gut, dann muss ich doch etwas anders angehen. Nehme ich das mit. Ja. Also wie gesagt, das ist jetzt nur das, was ich davon mal gehört habe. Klingt aber interessant. Ja. Und auch nicht so einfach. Aber das Ding hat doch bestimmt einen Haken an der Sache. Lass mich ran. Es ist noch nicht in Entwicklung oder noch nicht fertig. Es ist Early Access. Es ist. Oder was? Ich schau mal grad. Weil im Moment habe ich es nur am Rande mitbekommen und ich bin mit Factorio erstmal eigentlich gerade. Zufrieden. Zufrieden, ja. Es gibt eine kostenlose Demo. Es ist nicht im Early Access. Aber, nee, ist auch nicht veröffentlicht, glaube ich. Dann ist Veröffentlichungsdatum DBA. Ja, super. Aber es gibt eine Demo, die kannst du laden. Schon mal was. Ja. Und Deutsch ist auch dabei als Sprache. Das ist auch wichtig. Bestimmt mit Google übersetzt.
Google Translate. Steam steht, es ist Oberfläche Deutsch, Untertitel Deutsch. Kommt von Devolver, also als Publisher. Devolver! Oh Gott, shut up. Devolver, yeah! Okay, da kann das Spiel ja nur gut sein. Ich beschmeiß dich raus irgendwann. Möglicher. Skala, ich bin hier fertig. Jo, dankeschön. Bitteschön. Was man über Devolver halt wissen muss, die veröffentlichen eigentlich fast jedes Spiel, also, was ihnen zusagt. Fun Fact, die veröffentlichen auch das neue Monkey Island. Das vor ein paar Tagen angekündigt wurde. Kenn ich auch nicht. Ja gut, was das neu? Ist doch glaub ein Remake, oder? Nein, und das ist ein komplett neues Spiel. Monkey Island. Nagelneu? Sagen wir es einfach mal so. Es gibt ja das normale erste und der zweite Teil. Ich muss mal schauen, wie die heißen. Auf jeden Fall Monkey Island. Monkey Island 3 kenne ich noch. Das war, glaube ich, wie hieß denn das? Genau, wie warte mal. Es ist The Secret of Monkey Island, das war der erste Teil, dann Monkey Island 2, LeChuck's Revenge. LeChuck's Revenge, genau, das kenne ich noch. Ja, weil da waren noch hier die, beim ersten zwei Teilen, also erstens sowieso, auch beim zweiten Teil war noch wie ein Storyschreiber dabei, aber der war im dritten Teil, nämlich Ron Gilbert, war nicht mehr dabei, The Curse of Monkey Island und, ich glaube, Escape from Monkey Island. Der sagt jetzt, er will einen richtigen Nachfolger zu Teil 2 machen, wie er sich das vorgestellt hat. Nicht den dritten Teil, den andere gemacht haben. Und arbeitet jetzt sozusagen an offiziellen, also offiziell unter ihm gedachten dritten Teil. Der den offiziellen dritten Teil ignoriert. Weil, wenn man mal schaut, bin ich gespannt. So, ich schau mal kurz. Ja, und deswegen sind alle auch ein bisschen rausgeflippt, weil eben ein guter Teil der originalen Leute jetzt mit dabei sind. Wieder. Und ich muss halt sagen, ich muss erstmal Monkey Island spielen. Ich habe, glaube ich, im ersten Teil relativ früh aufgehört, weil ich gemerkt habe, es ist halt eigentlich ein Point-and-Click damals, Monkey Island. Ja, und ja, eigentlich dachte ich, das wäre LucasArts gewesen. Ja, ist es auch. Also die ersten paar Teile sind alles unter LucasArts erschienen. So, was wollte ich? Ach ja, ich wollte zu den Laboren. Das sind LucasArts Games. Und die waren ja eigentlich ganz cool. Beziehungsweise Die Rechte an denen hat jetzt halt Disney. An die Monkey Island Spiele. Fuck this shit, I'm out. So. Okay, also Kunststoffproduktion ist jetzt wieder angekurbelt. Huch, ja, das aber das läuft schon nicht so richtig. Ich hab hier noch keinen Strom. Also Strom kann ich dir aushalten, Notfall. Ja, ich komm da kein Strom aus hin. Warte, kann ich mal sortieren? Ich hab doch bestimmt... Spannwerk brauche ich dafür. Okay, das baue ich jetzt. Warte mal, kann ich... Ich baue eins für dich, okay? Ich hab gerade nichts zu bauen, da kann ich das mal... Ich mach das schon. Ich will mich nützlich machen. Alter. Dann betonier! Okay, mach ich, tschüss. Er wollte, dass ich betonier. Dann tschüss. Aber ich baue es trotzdem für dich. Ich hab schon. Ja, dann bau noch eins. Only for you. Ja. Du, Micha. So. Malkaf, warum hab ich das verdient? Was verdient? Worum verdient? So herablassend behandelt zu werden von Skala. Pff,
Woher soll ich das wissen? Weil du es verursacht hast. Und ich komm da gar nicht mehr durch. So, schauen wir mal. Steht das Umspannwerk jetzt? Gala. Ja, aber wie gesagt, kannst gerne noch eins bauen. Ich hab noch eins gebaut. Wo brauchst du das? Baue einfach hier hin, ich baue es dann hin, wo ich es brauche. Gott, ey, der Kerl. Dankeschön. Gut, ich trinke mal kurz was. Malkaf wollte Wassermarsch, dann trinke ich mal für ihn was. Stay hydrated, Leute. Und ja, nicht so wenig, sonst kriegt ihr Kopfschmerzen. Und das wollen wir ja nicht. Nein. So. War das gerade unsichtbare Flüssigkeit, oder? Meinst du bei mir? Ja. Ah, stimmt. Cool. Ich hab Ost auf dem blauen Glas gekrönt. Ich dachte gerade, huch, du trinkst irgendwas Unsichtbares. Nee, das ist eigentlich Ost auf dem blauen Glas. Er trinkt nicht wirklich Effekt. So, großer Edelstahlrahmen. Ach stimmt, ja, optischer Prozessor, Edelstahlplatte. Und ich brauche diese Datenspeicher. Genau, das war's. Da kann ich mich jetzt wieder ums Plexiglas langsam kümmern. Es müsste jetzt dann auch besser laufen, weil es kommt jetzt schon mehr Kunststoff. Okay. Ich bin dabei, es noch mehr auszubauen. Ja. Ne, wir wollten ja dann, wie heißt es hier, die Schwerölumwandlung wollten wir ja etwas erweitern. Ja. Also bei dir, bei Plexiglas, muss jetzt Kunststoff schon fast stapeln. Hier immer schon Stückle. Ja, ne, weil ich will am liebsten eigentlich noch eine zweite Maschine unten bauen, damit mehr durchkommt. Eine dritte meine ich, ja. Ja, kannst du machen, wie gesagt, du noch mehr ausbauen, dann müsste noch mehr Kunststoff kommen. Ja, okay, dann baue ich eine dritte. Warte mal, ist das hier in die Fabrik? Oh Gott, ich suche das jetzt. Was brauche ich? Ah, das. So viel ist es. Okay. Das kann ich holen. Was? Vibrierst du? Vibrationsmodus eingeschaltet. Malka, hör auf zu vibrieren. Jetzt wollte ich gerade was sagen, aber ich lass besser bleiben. Kannst du mir schreiben? Nee. Sonst zieh ich mir den Zorn auf die, von dir. Auf dich. Ach, den hast du eh schon. Kann ich dann denken, bist du schon sagen. Ich empfehle es mit Humor. Okay. Ich geh nicht zum Lachen in deinen Keller. Du gehst was? Ich geh nicht zum Lachen in deinen Keller. Ach so. Sie lebt schon fort. Lauli Kellerkind. Ja, genau. Lauli, das Kellerkind. Nein, Jesus ist unser Vater. Es tobt sich aus, ganz ja, geschwind. Ich hast du recht. Ja. Ich stell mir dazu völlig eine überdrehte Katze vor. Miau, 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 miau. Miau, 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 miau. Also, abgekürzt, wir haben wieder unsere tollen 5 Minuten.
Oh, das war knapp. Das gehört nicht zum Lied. Nee, aber der Zug. Das ist nicht mein Problem. So, haben wir noch was? Nein. Uff, Leute. Okay. Ich brauche jetzt reichlich Stahl. Ah, ich habe Stahl, okay. Ich werde jetzt mal die ganzen Eisenkisten an den Bahnhöfen durch Stahlkisten ersetzen. Weil wir haben noch ziemlich viele Eisenkisten. Ja, manchmal braucht man aber auch nicht so viel. Soll der am besten alles auch gleich abtransportiert werden? Ja, aber dann fahren halt die Züge ewig nicht los. Und bleiben ewig hier am Bahnhof. So. Ja, wenn noch viel in den Kisten drin ist, dann brauchen sie auch mehr oder weniger nicht losfahren. Ja, weil die Waggons halt nie richtig entleert werden. Ja, jetzt weiß ich, was ich beim letzten Mal machen wollte. Das wird ein teures Unterfangen, ist mir aber egal. Ach, was ist denn teuer bei uns heutzutage? 1,99? Ha, das ist billig. Das ist das neue billig. Ja. Apropos, ich habe vor kurzem ganz billig getankt. Für 1,92. Ja, das ist wirklich billig. 1,93. Ja, Schweine. Und das ist viel zu teuer. Ja, schon, aber in diesem Zeitpunkt muss ich sagen, es war recht billig, weil ansonsten der Super bei uns 2,16 Euro gekostet hat. Das ist nicht super. Das ist bleifrei. Ja. Eigentlich, Malkaf, das wollte ich ja letztens eigentlich schon mal wieder fragen. Was denn? Sollen wir deiner Vermieterin jetzt ein Care-Paket schicken? Oh, das habe ich vergessen nachzufragen. Mach ich beim nächsten Mal. Da frage ich sie nach, aufs Maul und so. Sie sagt dann, ja, okay. Und dann weiß sie Bescheid, gut. Da gibt's hier eine aufs Maul und sagt so richtig aus. Ja, wenn ich vorbeikomme und sie sagt, ich darf zuschlagen. Und zack, schon fährt der Zug wieder los. Ja, sehr schön. Ich der Zug auch aufs Maul. So. Weil was ich jetzt mal auch bei den Bahnhöfen mache, alle roten Fließbänder durch die Teilerfließbänder mal durch die blauen ersetzen. Jetzt wird nämlich erstmal ein bisschen geupgradet. Jetzt wird wieder in die Hände gespuckt. Steigern das Bruttosozialprodukt. Kannst ja noch weiter. Ach, dann müssen wir das und das noch machen und das. Ich wollte nur Malkavs Reaktion gerade sehen. Ja, Webcam ist eh aus. Von dem her kann ich nicht in die Hände spucken. Sorry. Das ist eigentlich gut so. Und bei Laule könnte ich mir vorstellen, jetzt wird wieder auf den Terron gespuckt. Weil sie ja etwas größer ist als du. Nein, die ist kleiner. Ja. In Träumen vielleicht. Ja. Die ist kleiner. In seinen Träumen. Jüngere, aber die kleinere bin ich nicht. Ich wollte gerade. Du bist meine kleine Schwester und das bleibt auch so. Ich wollte nämlich gerade sagen, in seinen Träumen vielleicht. Und dann sehe ich so, wie Tirot sich noch Lauli vorstellt mit Windeln an und so weiter. Brauche ich mir nicht vorstellen. So ein kleiner Laufdom. Ich habe genügend Bilder für über ihr. Ja, ich muss das von einfach mitnehmen. Das nimmst du nicht mit.
Skala, erinnere mich am Donnerstag dran. Ich kein Fotoalbum. Nein. So, ich brauche wieder mehr Kunststoff. Ja, ich bin dabei. Aber du hast ja das Zeug nicht richtig ausgebaut. Siliziumdioxid, das reicht hinten und vorne nicht. Bist du einfach abgezwackt. Ich habe gerade ein Speedmodul ein wenig neu. Ast rein! Nein, nicht das rein! Ah! Wie? Sag mal, was machst du? Ja, möchte ich auch mal wissen. Ja, ich dachte gerade, wir haben ja hier Erz und so weiter. Stimmt ja, da haben wir ja noch Barren. Dann kann ich bei den Chromfließbändern, wo die Barren ja hergestellt werden, die kann ich ja dann hier verwenden. Und dann merke ich gerade, halte mal, das ist Erz und nicht Barren. Warte mal, wo tut's denn das hin? Warte mal, ich glaube, ich baue hier erstmal das Ding um. Silizium. So. Warte mal, bin ich. Ah, ich bin hier vorbeigelaufen. Oh Gott, jetzt hast du das gesehen, was ich machen wollte. Ich bin weg. Lauli, dein Ehemann spioniert sie mir nach. Oh Lauli. Nein. Regel deine Sache selber mit ihm. Aber nicht umbringen. Das darf nur ich, wenn dann. Also, Skala, wir jetzt halt die Sache untereinander regeln. Hi, wie geht's so? Hast du dich? Nicht dich, ja. Ihr habt euch noch nie gemischt. Alter, bist du mir beste Freunde geworden? Ja. Ich baue eine Dummbombe und schmeiße bei dir in die Hütte. Wie immer also. Warte aber erstmal, bis ich von meinem Besuch weg bin. So. Ist es jetzt besser? Schauen wir erstmal. Jetzt kommen wir auf jeden Fall schon mal mehr. Ah, gut zu wissen. So, jetzt gehen auch mehr Maschinen an. Jetzt weiß ich auch, wofür man schwebt. Okay, alles klar. Jetzt laufen alle 6 Stück. Zug, Zug. Zug, Zug. Hoch da, Ordnung! So ungefähr. Ich bin da drüben. Ja, okay, ich bin schon ruhig. Wollte gerade sagen, oh je, das wird was. Hier herrscht Zucht und Ordnung auf einmal. Lauli mit so einer Pferdegärte, die hier fleißig Schläge verteilt. Das hat Markov gesagt, Lauli, nicht ich. Ja. Wenn ich eine hätte, würde ich dich schlagen damit. Was? Wie bitte? Ja. Ich finde das nicht okay. Skala, findest du es okay? Solange du mich nicht schlägst. Also er hat ja gesagt, also ja. Ich finde das also nicht. Das, nein. Ich muss mal ganz kurz in den Raum. Ich muss mal ganz kurz nein, in den Raum werfen. Gar nichts in den Raum. Doch, das laut, von Laudi, dieses okay, das klang gerade so ein bisschen so, och Mendo. Als Gala gesagt hat. Als Gala gesagt hat, solange mich nicht schläfst, da klang Lauli so ein bisschen enttäuscht. Nee. Ich will ja nicht wissen, was ihr schon wieder für Pläne habt, aber lasst mich da bitte raus. Markhaft, du steckst da viel zu tief mit drin. Ja, mittlerweile schon.
Naudi, aber denk dran, ich bin Sadist, nicht Masochist. Das ist ihr egal. Genau, erster. Ja, ich könnte ein paar Sachen versuchen. Dann mache ich mal bei Eisen die Kläranlagen soweit leer. Das macht's auch noch so. Schmeiß schon wieder weg. Na, komm schon. So, ich merke gerade, wie blöd ich das Ganze aufgebaut habe hier drumherum. Und? Weil ich will auf der anderen Seite jetzt gerne eine zweite Reihe machen. Und? Aber das kann ich nicht, weil hier das Glas da drüben hingeht. Du halt das ganze Ding einfach nur hier ein Stück drüber versetzen, dann kannst du da unten 10 Stück hintereinander hin rein. Ja, habe ich mir auch gedacht. Das wäre wahrscheinlich. Ich zeig dir mal, mach mal so. Ich weiß schon, wie das macht. Wie magst du das? Hab ich jetzt oder nicht? Wie magst du das? Ich hab das bis heute nicht verstanden. Alte 4, so macht er das. Ich hab's jetzt abgebaut. Soll ich das jetzt machen? Jetzt alles ab. Soll ich das jetzt machen, Alt F4? Mach halt mal. Warte, ich speichere noch kurz vorher. Ja, warte, ich speichere auch mal schnell. Nee, das ist mir. Jetzt habt ihr zu viel Chance gehabt. So. Warte kurz, das kommt schon wieder. Nee, ich weiß ja, dass es bewirkt. Aber ich weiß nicht, wie man es macht. Drücken wir unten auf Ausschneiden. Unten rechts. Ausschneiden. Ah ja, und da kann man jetzt hier Zeug nehmen. Okay. Gut, jetzt weiß ich. Wie kann ich das wieder wegmachen? Toll, jetzt fehlt der Beton. 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 Zieh einfach einen Kasten über das Zeug und setz es dahin, wo du es hinhaben willst. Ja, aber ich will diesen Modus jetzt verlassen. Cool, okay. Das ist genauso wie vom anderen. Ich mag das Ding nicht. Es geht eigentlich einfach und schnell. Hast du. Blöde Frage, Skala jetzt. Ernsthaft. Hast du das jetzt an der exakt selben Stelle wieder aufgebaut? Ja, weil du wolltest es ja selber machen. Also habe ich es wieder aufbauen lassen. Ich wollte nur, wenn es Minus machst. Ja, also muss ich es dir wohl zeichnen. Deswegen haben sie es kurz abgerissen und habe ich es halt an dieselbe Stelle mit dem Boden. Hat doch funktioniert. Ich hasse dich. Bau es doch weg und hin, wo du es willst. Ich hasse dich einfach so jetzt noch. Ja, das denke ich mir auch gerade. Du hast mich unterbrochen. Das mache ich auch gerne wieder. Ja, dann beschwer dich nicht. Ich mich beschwer mich, wann ich es will. Was ist denn jetzt schon wieder im Weg? Du bist der Weg. Kannst du mal deinen mittelgroßen Mast oben abbauen? Dieser Weg wird kein leichter sein. Links oben. Ja. Baut das her? Keine Ahnung, der ging nicht. Nicht. So. Ich denke mal, das wird gut gehen. Wieso ist jetzt ein elektronischer Greifarm im Weg? Also ich weiß nicht, was du machst.
Okay, ich habe das falsch markiert, jetzt weiß ich's. Schön, fein. Trevor, was nicht lassen kannst. Ja, ich will das Ding gern zeitversetzt wieder aufbauen. Ich habe nur eine Montageeinheit von links unten aus Versehen mitmarkiert, weil ich nicht aufgepasst habe. Und jetzt sind natürlich das ganze Zeug im Weg, wenn ich das versetzen will. Mach halt erstmal rückgängig. Kann man das wieder alles hin? Ich will aber nicht, dass ich es rückgängig mache. Guck, jetzt ich hasse dieses Maschinen. Das neue markieren. Oh, ich hasse alles dran. Alter Schwede. Lauli, bist du sicher, dass Galar dein Ehemann ist? Weil irgendwie kommt es mir so vor, als ob er mit Theron verheiratet wäre, so wie sie sich zanken. Was kann ich dafür? Vieles, sehr vieles. Nein, nix. Doch, oh, nix. Doch. Ich weiß nix, ich höre nix. Yay, Logistik! So. Scheiße, sind die Anforderungen gemein. Wobei, die gehen ja noch. Es geht doch noch einigermaßen. Ja, ja, es geht einigermaßen. Ich hab mich gerade nur... Wir haben reichlich Edelstahl-Magazin-Muni, also Hut ab. Jetzt haben wir sogar genug Leichtöl, ich weiß nicht, ob ich das oben noch abreiße. Ja, weil meine Maschinen... Ach, das ist nicht mehr verbunden. Super geil. Meine Maschinen dann nicht mehr dran sind und das wegpumpen, ey. Was ist nun mal dran und pumpen weg? Achso, deine Rechtskraftwerke da hier. Mein Plexiglas. Nein, ich spreche von Leichtöl. Deine Maschinen, ja. Schon klar, dass die unter Ankai Kunststoff brauchen. Aber Petroleum ist auch voll. Also nicht ganz, aber über die Hälfte knapp. Na toll. So, ich brauche jetzt erstmal reichlich Stahl. Gut. Genau. Perfekt. Zwei Rohre brauche ich. Und Edelstahl. So, bam. Ich muss doch gleich hier runter. So, also ich habe ganz kurze Info. Mal die Kläranlagen ein bisschen überarbeitet. Und habe das jetzt so getrennt eingestuft. Mit dem Abziehen hier. Sprich, wenn also irgendwas gebraucht wird. Siliziumdioxid, Schotter oder so, kann man es einfach rausnehmen und dann in die jeweiligen Maschinen reintun, wo es benötigt wird. Nur so zur Info. Okay. Meckert werden wir trotzdem noch. Brauchst du noch irgendwas, Terron, oder? Nerven. Wollte ich gerade sagen, neue Nerven wahrscheinlich. Boah. Die habe ich gerade nicht in Angebot. Na, schade. So, aber gut, dann ist das auch erhöht, dann kommt mehr Plexiglas unten an, das ist super, das ist toll. Yay. Das ist super, das ist toll, Theron hat die Nase voll. Da. Ist super Perforello. So, Idee. Da haben wir vier Rohre hier.
Na, mal schauen, wie es dann unten ankommt, ob sich's staut. Ja, jetzt ist ja die doppelte Menge, wo der runterfetzt, also ich denke schon. Ja, also ich hoffe auch. Ja, von der doppelten Menge sieht man unten gerade gar nichts. Ja gut, das dauert ja erst, wenn die Sonne gelaufen ist. Hm. Ich wollte schon wieder so viel machen, hey. Echt schlimm. Es kommt mir fast nichts an. Ah, jetzt kommt's, jetzt kommt's. Kommt so gut wie gar nichts. Ich glaube, da hier wird's dann mehr. Ja, jetzt kommt's so langsam. Ja. Es braucht halt alles seine Zeit. Wir laufen schneller, als das Fließband ist. Ja, nee, ich habe mich ungefähr hingestellt, da wo es jetzt mehr werden sollte. Und so. Hast du da gerade Chips geklaut? Ich tue mich ab. Wir müssen sagen, jetzt ja, wird es arbeiten so, jetzt alle. Aber staunen nicht wirklich. Na, es arbeiten jetzt erstmal alle. Das war schon mal etwas Gutes. Na, so langsam staut sich's. Schau mal. Ja, es staut sich. Ich sag mal, wenn du die jetzt ein wenig hochmulpeln willst, was du vorhin gesagt hast, dann reicht's auf jeden Fall nicht mehr. Nee, das sowieso nicht mehr. Also da müsste ich jetzt eher die noch ein bisschen hochmöbeln, damit die sich auf jeden Fall stauen. Und dann kann ich unten Tempomodule reinknallen. Ja. Aber das jetzt, wow, es kommt gar nichts mehr? kaputt. Was hast du wieder gemacht, Skala? Du hast überarbeitet. Ja, war vollkommen korrekt. Kai, Schwefelsäure. Es ist jetzt wohl nicht mein Fehler. Also, der Tank ist voll. Du hast ihn dann angeschlossen. Ich hab ihn doch da drüben angeschlossen. Das ist Brava hier drüben. Was? Hier oben ist der Anschluss. Was ist denn nochmal da drüben? Du hast die verkehrte Seite abgezapft. Ah, du hast die Rohre leer gepumpt. So, aber wohin geht's denn da? Ja, auch zu anderen Verbrauchern. Hier brauchen wir auch Schwefelsäure. Die hast jetzt alle abgeschlossen. Das ist nicht mein Problem, ey. So, da ist es, weil das ist für die blauen Chipsätze. Auch nicht schon. Ich bin mal gespannt, ob es das Ding schafft. Das okay, irgendwo wieder ist an. Ja, wieder mal auf Öl. Ja, nichts Neues. So. Aber Kunststoff schafft es noch, sieht ganz gut aus. Petroleum haben wir den Lagertag voll. Leichtöl ist voll, Schweröl nicht mehr. Also so sieht es erstmal ganz gut aus. So, Zinn kommt auch gleich wieder. Ja, oh, da brauche ich da wieder mehr. So. So, dann baue ich das weiter aus. Das ist. Einen schönen Nachmittag wünsche ich dir. Hoi hoi. Ja, ist ein ganz normaler Tag. Wir brüllen uns an, geben uns jeweils gegenseitig die Schuld. Ich bin nicht schuldig, natürlich. Aber wir kommen voran. Das ist das einzig Gute. Trotz Galler. Nächstes Mal helft dir ein Scheißdreck bei deinem Zeug. War doch nur Spaß. Ich hab dich doch auch lieb. Wirklich? Ich hasse dich. Von ganzem Herzen.
Also wenn du ihn lieb hast, musst du dich mit mir drum streiten, das weißt du schon. Ja, ich akzeptiere, dass du Vorrang hast, okay? Mit etwas. Was? Was das jetzt heißt? Er ist deine Frau, also bitte. Ja, natürlich! Du hast Vorrang vor mir als dein besten Kumpel. Aber ich mag diesen Ding, nicht du. Ich soll nicht so, dass ich dir den wegnehme. Ich will's immer hoffen. Oh Mann. Oh, was stellst du dir wieder vor, dass ich deinen Mann wegklau? Was hab ich denn davon? Ein Zockergefährten. Haben wir doch einen Unterhalt sein. Und einen hast du noch, der dir die Pizzen wegbringt. Ja, es ist ja genauso schlimm wieder. Ah, nur Probleme hier, nur Probleme. Ja, du hast ein Spielekumpel dadurch. Einen, der du die Pizzen wegbringst. Ich find's jetzt echt nicht mehr. Okay, jetzt. Der Kracher ist, jetzt habe ich irgendwie dieses Doom Guy und wie heißt die eine von Animal Crossing im Kopf? Wo sie da zusammen hier durch die Welt schlendern, so stelle ich mir das gerade zwischen Theron und Scala vor. Hilfe. Was soll ich nur machen? Nichts. Ist nicht alles zu spät? Ich merk's. Ich brauche jetzt erstmal reichlich Stahl. Sehr viel Stahl. Zum Verdauen auf dem Schock oder wie? Kein Kommentar. Sollte mir das auch üblich sein hier. Gut, ich muss mehr Glas jetzt produzieren. Super. Ja, aber dann hast du schon mal mehr Plexiglas. Ne? Ja. Aber ich habe jetzt auch das Lied im Kopf, Eternal Horizon. Das mit Isabelle und Doomguy? Genau. Ah ja, genau, dann habe ich die jetzt Strom müssen. Ja, der Witz ist, so stelle ich mir das gerade bei euch wirklich vor. Lauli. Hm? Malka fantasiert schon wieder. Was ist das? Okay. Hoi, Lauli. Hi. Wer mampft nun wem die Pizza weg? Das ist eine gute Frage eigentlich. Die bringen sich wahrscheinlich. Und wenn zwei sich streiten, freut sich bekanntlich der Dritte. Dritte Person wäre dann Lauli und die futtert dann die Pizza weg. Ganz heimlich still und leise. Während die beiden sich doch streiten.
Gut, Glas tut sich da auch noch nicht stauen. Lassen wir mal der Show. Könnte ich mir aber gut vorstellen von Tarsis. Was für eine Show? Die Pizzamampf. Ein was? Die Pizzamampf-Show. Wir haben schnell zum Pizza essen kann, oder was? Nein, was haben wir gerade beredet? Ja, ah. Und der Pizzamampf-Show kann ich mir vieles vorstellen. Was war denn gerade die Idee, die wir hatten? Sag ich's mal so. Keine Ahnung, das müsst ihr unter euch ausmachen. Das haben wir. Hast du es sogar vorgestellt? Denkst du, ich kann mir das Ganze merken, was ich mir hier vorstelle? Ja, deswegen wollte ich mal dein Gehirn trainieren. um's mal. Ah, es staunt sich sehr gut. Zu sagen, du hast doch gerade gesagt, du kannst gut vorstellen, dass Skylar und ich uns streiten um die Pizza und dann. Ja. Laudi ist sie dann wegfuttert. Genau. Ja, ich halte es für durchaus realistisch und. Das war die Idee. Nicht, dass ihr jetzt großartig wisst, wieso? Weil wir zu viel davon haben. Was? Der ist schon die ganze Zeit, deswegen wird sie hier rausgesiebt. Ja, noch ein Ja, weil es jetzt gerade voll gelaufen ist und Gold nicht weiter ist. Hätte ich jetzt gedacht, muss ich das? Kein Gold. Holy! Was denn? Ich guck gerade unter Uranverarbeitung nach. Wir kriegen dann neues Rezept, geschirmte Bleiplatten. Aber was braucht man für geschirmte Bleiplatten? Warte mal, oder haben wir die schon? Tatsache haben wir schon. Blei und versteckte Stahlplatte. Okay. Ich dachte gerade, oh cool, neues Rezept. So, ich muss jetzt einen zweiten Mischer aufbauen. Aber gut, ich kann wenigstens sagen, Plexiglas ist genug. Ich kann jetzt auf Tempomodule umsteigen. Ja, macht es. Aber jetzt kommen die blauen Chipsets nicht mehr hinterher. Ja, stimmt, die nehmen ab. Wieso nehmen? Ja, stimmt. Die nehmen wahrscheinlich ab, weil das andere zunimmt. Ja. Entschuldigung. Oh, apropos Tempomodul, ich habe da eine Idee. Weil hier bei Eisen, das Eisenerz staut sich beim Zermahlen. Meine Idee wäre, wenn ich die mal aufrüste auf Stahl und falls es immer noch nicht reicht, dass man da auch Tempomodule reinknallt. Macht es. Ja, also ich bin gerade dabei, Stahlfabriken herzustellen. Stahlerzbrecher. Das wird jetzt nur eine ziemliche Weile lang dauern. Als hätten wir eh nichts Besseres zu tun, als weiter auszubauen und uns gegenseitig zu beschuldigen. Beschimpfen, meinst du? Unter anderem. Das ist Stahl. Hat noch jemand Rubine? Für? Warte mal, das ist Chromkristall. Ich habe, glaube ich, keine Rubine. Ach, da hier werden sie ausgefedert. Die sind leer. Stimmt. Ich habe ja beim Zeug immer Wassermarsch, da trinke ich immer. Das Hydrate ist ja immer nur das Soundcue Atasos. Ja, aber ich kann da wieder mein Glas holen. Ich bin mal ganz kurz weg, Leute. Dein unsichtbares Glas. Oder Inhalt. Zu spät, Tarsus, zu spät. Hat man Tiron einmal Flausen in den Kopf gesetzt, dann ist er nicht mehr zu stopfen. Zu stopfen. Zu stopfen. Ja, ich kann mich ja halt mal versprechen, meine Herren. Du willst Tiron ausstopfen, gib's zu. Ja. Eiskalt. Ja.
Wir werden schon wieder angegriffen, Leute. Über was habt ihr jetzt kurz geredet? Ich war kurz weg, nämlich. Alles gut. Sind wir da bei Öl angegriffen? Ja, dann müssen wir wieder hoch. Ich lese hier nur bei mir im Chat Stopfgans. Ich weiß nicht, was sie meinen. Ich weiß auch ja, schon nicht. Ihr wisst, dass ich das aufnehme. Ich werde danach schauen. Ja, na, weil das Gans wird ja eigentlich gestopft. Oder? Ja. Weil du... Was zum Teufel habt ihr geredet? Über Weihnachtsessen. Bald steht ja Weihnachten wieder an der Tür. Ja. Ach ja, vergessen Thanksgiving, ne? Ja, also, genau. Ja gut, bei uns gibt's ja... Getränk. Genau, Problem ist halt, mit Thanksgiving, das haben wir ja gar nicht. Nein, wir nicht. Typisches Thanksgiving, nein. Oh, mies. Ja, das Amis-Zeug. Nebenbei, stay hydrated, Leute. Immer dran denken, schön was zu trinken, damit keine Kopfschmerzen kommen, damit es euch gut geht und einen schönen guten Tag habt. Das Problem ist, hey. Ich weiß nicht, wo die bei Öl herkommen. Was? Ach, du meinst oben, wenn die da angreifen? Also ja. Es ist links etwas. Ich würde da mal nachschauen. Umstande, dass es ein Lager ist, wo wir jetzt nicht auf der Karte sehen. Ich glaube nicht, dass wir das auf der Karte sehen. Das ist jetzt so ein unbekanntes Lager, nehme ich mal an. Ja, ich schau halt immer. Ja, mach das mal. Ja. Zum Beweis, wir sind blöd. Ich hab doch gesagt, wir sind hier nicht verrückt. Man muss schon verrückt sein, um uns anzugucken. Ja. Diese ungeheure Begeisterung. Ja, dem stimme ich zu. So, genau, Glasmischung. Oh, da habe ich sogar noch einen Panzer. Warte mal, nimmst du meinen? Nö, da stand letzter benutzter Laulibeam. Du hast tatsächlich meinen Panzer genommen! Da stand aber mein Name drauf. Wieso stand... Ich hab den da oben geparkt! Warum? Wirst du ihn dann schon? Ja klar weißt du es, denn du raus ja gerade ab damit! Ja, ich weiß, Eisen, es sieht gerade mau aus. Ich kümmere mich gleich darum, dass es wieder läuft. Mein Panzer sieht's auch mau aus. Außerdem ist es doch mein Panzer. Ich habe ihn da hergestellt. Ich habe ihn dir nur geliehen. Ach, wie, den hast du mir nur geliehen? Ja. Wie? Weil deiner kaputt war. Wo ich bei deiner Aktion mitgemacht habe. Ah, da siehst du, ich habe noch ein Lager entdeckt. Ja, schön, mach's weg, tu's weg! Ja, warte, ich muss das nachladen. Geben für arme Bedürftige, ja. Ich fühle mich so ausgenutzt hier. Laser. Einen kann ich herstellen. So, soll ich. Hast du noch ein paar Laser-Montagemaschinen, Skala, oder soll ich noch welche machen? Ich baue gerade eins. Mehr kann ich nicht bauen. Also, ich brauche auch eine Laser-Montagemaschine, wenn's geht. Ja, da fehlen drei. Ja, ich kann nur eine bauen. Ich habe nämlich mehr Rubinchen. Warte, wo kommen die raus? Wir haben keinen Kunststoff. Ich gucke hier in der Abfallkiste nach drei Stacks mit 100er Kunststoff. Das haben wir gleich weg, das ist ja nix. Alle Erzbrecher, Lasermund. Ja, scheiß Rubine, ey. Lydia hat ja uns schon vorgewarnt, wir brauchen nur Rubine noch wen. Wir haben das noch so positiv gesehen, wir Ahnungslosen damals. Ja, wenn es eine Möglichkeit gäbe, irgendwie Rubine herzustellen, dann hurra, aber das Ding ist, wo waren das jetzt? Unter Kubrickpresse. Okay, hier. Wir brauchen halt Chromkristall, wir brauchen halt Rubinpulver.
Und Rubinpulver kriegen wir nur, wenn wir einen Rubin zermahlen. Es gibt sozusagen wie keine Möglichkeit, irgendwie Ding herzustellen, Ding. Rubine. Das ist es halt. Und dann könnten wir die Chromkristalle und Siliziumdioxid voll dafür verschwenden. Ja. Terron, was anders kurz? Also jetzt hat sich Kunststoff schon bis hochgestaut, also ist eigentlich... Okay. Sieht gut aus. Auch die Blauen haben sich jetzt wieder bis hochgestaut. Ah, weil Kupfer nicht reicht. Das liegt doch schon wieder im Kupfer. Tarso schreibt gerade, seit Skala verheiratet ist, nehmen die Edelsteine ungeahnte Wege. Das stimmt allerdings. Das stimmt allerdings. Weil Lauli braucht ja eigentlich nur zu sagen, Schatz, ich sehe was, was du nicht siehst und das kostet nur 400 Euro. Ich glaube, das haben die gerade umgekehrt gemacht letztens. Ja. Wie? Schatz, darf ich mir das Steam Deck kaufen? Mach doch. Na mach doch, was du willst. Ja, so ungefähr. Wow. Ja, es war letztens umgekehrt. Also wir hören keine Verteidigung von Skala. Also ich hab's gekauft, was soll ich dazu verteidigen? Es als gute Investition darstellen oder so, das wäre doch mal was. Was soll ich machen? Es als gute Investition darstellen. Es ist nur zum Spielen da. Du hattest eine faire Chance. Es macht Spaß. Ja. Okay, wir haben Schwefelgas jede Menge. Schweröl ist so gut wie alle. Das Leichtöl ist in Massen da. Also Tarsus meint nur drauf, Steam Deck benötigt ja auch keine Rubine. Zum Glück nicht. So. Ich wollte gerade sagen, jetzt geht's los, kriegt der Rubine. Wer zuerst einen Rubin bekommt für eine Lasermontagemaschine. Es ist wahr! Oh nein, das ging ja eigentlich anders. Ich habe auf jeden Fall jetzt mehr Kupfer mal hingeladen bei euren Kupferfolienzeug, weil da war noch ein gelbes Fließband dazwischen. Okay. Jetzt haben die auch wieder voll Kupfer, aber die kommen nicht hinterher. Können wir noch vielleicht zwei Montagemaschinen dazusetzen? Mach ich mal schnell. Bennett, hab ich vielleicht noch was? Ich mach gleich vier dazu. Eieiei. Ei, ei. Ah, gut, ich hab wieder Platz im Inventar. Nee, ich hab nur Erzbrecher, glaube ich, da bei mir im Inventar. So. Tarsus ist mein Grad. Wobei, wenn die Preisspirale so weitergeht, müssen wir Computer in Zukunft von Medias bezahlen. Ja, möglich. Das ist leider möglich. Wobei, die Preise für Grafikkarten gehen zumindest runter. Das ist ein Lichtblick. Mal schauen, was als nächstes raufgeht. Also wie bei Benzin, auch wenn der Preis runtergeht, ist es immer noch völlig überteuert. Ich sage nur, dass der Preis runtergeht. Nicht, dass der Preis an einem guten Punkt ist, wo man sagen kann, ja, jetzt kann man es bezahlen. So. Gut. Dann nutze ich mal kurz die Zeit und mache Tempomodule. Weil nur weil die Richtung stimmt, heißt es noch nicht, dass man am Ziel angekommen ist.
So, jetzt läuft da komplettes blaues Fließband unten in deine Produktion rein. Von Folien. Und ich würde mal behaupten, die schaffen es gerade so. Hä? Oh, Stein und wird angegriffen. Und ja, die Dinger haben alle keine Munition mehr. Okay, dann gehe ich mal schnell runter. Oh, warte, ich habe keinen Panzer. Ja, in der Base noch mehr. Wieso stand dann da drauf, dass letzte Benutzer irgendwo. War der bevor oder nachdem du eingestiegen bist? Davor. Deswegen habe ich ihn ja genommen, weil ich gedacht habe, naja, ist ja doch mal einer von meinen oder so. Du meinst, das ist ein. Ja, das ist ein Auto, das ist zumindest schnell. Ja, ich weiß, wir haben kein Eisen. Ich kümmere mich auch schon drum. Nee, ich habe jetzt gerade mal entschieden. Ich greife jetzt Hammer an. Kein Bock mehr. So. Festbrennstoff. Verdammt, ich hänge hier fest. Ich habe keinen Platz. Links stand noch einer. Was? Was? Wie was? Warum ist denn auf dem Munitionsfließband Stein? Keine Ahnung. Ich weiß es auch nicht. Hat da so, jemand, ich verteile jetzt hier erstmal Munition. Hat Stein irgendeine Fliehkraft hier? Anscheinend. Flieht hier nach! Hi. Hey. Hi. Der Taskus meint 8 Grad und all die Leute, die auf ihre bestellten Autos warten, kotzen im Strahl, weil Krakas eher die Chips bekommen als die Steuerelektronik. Kann ich gut verstehen. Teilweise werden ja Autos, habe ich ja mitbekommen, unvollständig ausgeliefert. Ja, jeder hat halt momentan Chipmangel, so machen wir so, ne? Ja, die ganze Situation ist gerade blöd. Auch wenn ich öfters halt mal schon höre, die sind schon wieder auf Vorjahresniveau angekommen und müssen jetzt nur noch die vollen Auftragsbücher abarbeiten. Ja. Wo der Rückstau so riesig gigantisch sein soll. Ja, ich weiß, dass manche Firmen auf jeden Fall noch Kurzarbeit arbeiten in der Automobilindustrie. Weil sie einfach keine Chips haben. Mhm. Ah, da ist die Betoniermaschine. Da müssen wir mal mit der Rausche. Muss man mal aufpassen, was da alles passiert. So. Tausche ein Rubinkiegel 5 Diamanten! Oh Gott. So. Ich hab mal mir Munition genommen und hau mal wieder zur Steine ab, da tue ich wen was rein. Dass sie zumindest wieder was haben. Max, ein Panzer. Das klang gerade bei Lauli so, wie als ob sie ein Stück Schokolade anbieten wollte. Ich hab effektiv das gemacht, was in der Situation am besten möglich war. Ich hab sie gerammt. Schon wieder? Diesmal nur mit Absicht. Okay. Ja dann. Okay. Oh Gott. Ja, der hilft ja auch nicht mehr. Nee. Der hilft überhaupt niemand mehr. Was machst du? Ich stehe da. Ich würde es jederzeit wieder machen. Was
Was macht denn hier? Ich hab einmal nicht aufgepasst. Ja, da geht mit mich rein. Ich hab aufgepasst. Ich hab's on purpose gemacht. Aber ich hab nicht aufgepasst. Ich hab einmal auf deinen Chat geschaut. Okay, und seh doch dich in mich rein raus. Und ich denk mir so, ha ja. Ist eh schon zu spät. Ja, ich hab dich jetzt mit... umgebracht, oder was? Nein, nee, das war ja sein Auto. Er hat Selbstmord mit seiner Hautwurf gegangen. Ja, ich hab sie mit meinem Auto wieder gerammt und mein Auto ist explodiert. Achso, na gut, selber schuld, ne? Alle kommen her, die Tür. Ich auch noch. So doof. Ja. Oh ja, Lauerle, wenn du schon so großzügig bist, dann nehme ich auch eins von Tarsus. Also ich gebe dir nur einen Tipp, Tarsus, rammen sie niemals. Das geht nicht gut aus. Boah, die Panzer bräuchten auch mal noch Schutzschilde. Ja, Mann. Alles braucht Schutzschild. Ja. Wie lange wollen wir heute spielen? Wie viel haben wir? 17:26. Was sagt der Chef? Was sagt die Chefin? Halt nicht so lang. Bedeutet? Bis 20 Uhr. Ich überlasse es euch. 18:30. Können wir machen. Also noch so halbe bis eine Stunde. Ja, machen wir es halt so. Wird heute eine kürzere Runde, aber wir haben doch Erstaunliches geschafft heute. Also, da können wir zufrieden sein. Mhm. Panzer sind verloren gegangen. Autos gingen weg. Mit Autos wurde Selbstmord begangen. Ich weiß ja nicht, was passiert ist. Wir haben es gut aufgeräumt wieder mit gegnerischen Lagern. Ja, auf einmal war es halt weg. 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 Und ich lief wieder ganz allein. Das Deck habe ich gesucht, genau. So, also Eisen gibt es jetzt wieder. Wow, ich habe noch ein uraltes Auto, das rot ist. Und wir gefunden. Oh, hier so mitten im Lager findet von sich. Nur noch einen großen Edelstahlrahmen, da kann ich wieder ein Argfurnis bauen. Lass mich ran, du brauchst einen Rubin dafür. Ich brauche Datenspeicher. Ja, und Datenspeicher kann man nur in der verdammten Lasermontagemaschine herstellen. So. Normalerweise, wenn man oben hier, ich gehe mal zu Kupfer hoch. Können wir nicht noch mehr Kupfer anzapfen? Ach, das ist da drüben, perfekt. Wenn man hier Kupfer abbaut, dann kann das als Nebenprodukt mit rauskommen, Rubin. So ein verhältnismäßig geringen Prozentsatz. Ja, das weiß ich ja. Oder erklärst du gerade? Ja, ich erkläre es aus gerade. Ach so, okay. Und ja, da sollte man das halt am besten raussortieren und ja, ganz gut behalten, denn man braucht es später.
Ach ja, genau, ich habe hier noch wieder Tempomodule. Und das Einzige, was man vielleicht machen könnte, wäre die Rubine in den Erzbrechern reinzustecken, das Rubinenpulver mit Chromkristall und Silizium zu strecken und mit viel Glück kriegt man dann sogar zwei Rubine raus. Ja. Dafür ist das wieder viel zu wenig. Hat jetzt mal kurz Edelstahl gefehlt. Naja, ich hab's ja kurz gesehen. Bei dir da hinten. Dass da Edelstahl gefehlt hat. So, warte dann. Ja. Es gefällt mir nicht. Jetzt. Gut. Ja, die hatten nicht mehr viel da unten, weil, ja, war nichts da, nichts zu verteidigen und ich will ja auch nicht ständig runter und das Zeug da, soll ich dann da mitnehmen, so. Das ist ja eh... So, eh nur Steinproduktion da. Gut. Ach ja, keine Energie. Ja, du, ihr mich auch. So. Weil wenn man mal schaut, das ist... Genau, das ist hier unsere Steinabbauproduktion. Da können wir jetzt auch schon einiges wegtun. So, so, kann man das. Naja, schauen wir das. Und zwei Erzförderer sind zumindest schon mal leer. Hm. Na, das ist ordentlich. Da haben wir jetzt Zinnerz hier. Mal gucken, ich brauche verbesserte Computer. 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 Gut, jetzt habe ich genügend Kupfer da auf jeden Fall. So, bam. Oh. So viel wollte ich nicht. Dann trinke ich mal kurz was. Immer dran denken, Leute, stay hydrated. Trinkt was, sonst verdurstet ihr. Oh Gott, muss ich da auch noch ändern, dass nicht da unten von der Grafikkarte. Ah, hey, sie können das und das machen. Übrigens, du kannst das und das machen. Schnauze, Minecraft, nicht Grafikkarte. Wolltest du nur gesagt haben, dass du das und das machen kannst. Das wird auch eigentlich relativ schnell verbraucht. Tassus, das halte ich für durchaus möglich. Was? Ich habe vorhin schon getrunken. Dass Lauli einfach andere Leute zum Trinken drängt.
Oder dass sie Hüte aufziehen sollen. Ja. Hut, Hut. Gut, Hut, gut. Also eine kleine Hexe, ja, ja. Hey, so darf ich nur meinen Papa nennen. Bei dem muss man es schon ganz gut überlegen. Lauli Bihi, die kleine Hexe. Macht, was ihr gefällt. Okay, da kann ich eigentlich trotzdem die zwei wegbauen. Der Hut hält einen zumindest schön warm. Warum frierst du dich am Kopf? Siehst du, wie ich an meinen Bruder denke? Ja, nee, nein, überhaupt nicht, nein. Na, na. Okay, dann mache ich das anders. Weil unten tun sich die Leichtbauteile endlich mal, haben sich gestaut. Mhm. Was Neues. Ja, ist echt wirklich mal neu. So, aber dafür sind die hier, die drüben, die fehlen. Da tue ich ausbauen gerade. Edelstahlbolzen. Ja, ne, ich habe die Öfen erhöht, damit mehr durchkommt, aber ich muss hier oben das hier noch eine zweite für die Edelstahlbolzen machen. Brauchst du da unbedingt? Nee, die Ding brauchst du noch. Vielleicht hab ich hätte noch Montagemaschinen da. Okay. Weil ich hätte jetzt im Hintergrund welche gebaut, zumindest. Ja, Öfen hätte ich auch ein paar, wenn du noch brauchst. Nee, da müsste ich die Produktion erstmal ordentlich erhöhen. Das ist jetzt erstmal, genau, Edelstahlbolz. So, hier oben deine Mischer kommen nicht hinterher. Ja, da kommen die Mischer nicht hinterher. Mischer hätte ich auch noch zwei. Das muss ich erstmal umgestalten, aber ich habe hier noch was nebenbei, dass ich da zumindest jetzt erstmal hier so die das erhöhen kann. Mal schauen. Der Output wird zumindest erhöht, auch wenn... Schauen wir unser Stahl, ob das... 13... Ja, haben wir noch genug Kapazität momentan. Okay, dafür fehlt jetzt hier die Platten. Gut, das kommt hinterher, das kommt hinterher. Gut, dann muss ich jetzt wirklich mehr mit den Mischern arbeiten. Ich wollte gerade sagen, warum sagt niemand Gesundheit, aber stimmt. Hab mich ja rechtzeitig gemutet. Ha! Ja, dann schnaut uns nicht an! Da brauchst du dich dann dazu. Ja. Das ist Minecraft, Malkarp, schön halt, gesund bist du ja. Ah, m-m. M-m. Bin.
So, weil dann brauche ich das jetzt hier erstmal ab, lieber. Nicht wirklich gesund. Meine linke Nase ist ein bisschen entzündet. Ja, dass du krank im Kopf bist, wie wir alle, das wissen wir ja schon. Wir können gern tauschen. Dann wollt ihr ganz schnell zurück in eure Köpfe. Ja, ein geräumiger. Bietet mehr Platz oder wie? Ich hab nicht gesagt, dass es mehr Platz bietet. Das ist einfach nur schöner, weil mein Kopf ist. Get out of my head. Oder wie ging das Lied? No. Zum Schmelzkäse. So. Ein Abfalleimer da. Was ist denn hier? Ach so, da haben wir ja mehr schon. Meinst du die hier? Ja. Das Blei wurde gerade so richtig schön mal verdonnert. Genauso wie, was war's, Kupfernickelbarren. Keine Ahnung, wer da was gemacht hat, aber mach weiter so. Was? Ich habe nur gerade einen Kupfernickelbarren geklaut. Ach so, okay. Die Kiste halt immer leer. Ah, das ist Edelstahl. Weil dann werden mal die Bleisachen verwertet und die Kupfernickelsachen ebenfalls. Okay, Tarsus Minecraft, kann mal wer die akustische Umweltverschmutzung ausmachen, bitte? Welche akustische Umweltverschmutzung? Ich glaube, ein versuchter Gesang. Ich wollte gerade sagen, wer hat den gesungen, aber das war ja ich. Schön, dass es dir auffällt. Ja, sonst bist du das Terror. Was? Nee, nein. Ich bin gut. Lalalala. Warum habe ich dich dann noch nie bei Deutschland sucht den Superstar mitgemacht? Oder warte mal, bist du vielleicht in Wirklichkeit Daniel Kübelberg? Der war schlecht. Man kann zwar über den sagen, was man will, aber er hat sich ganz schön gemausert, seit er nicht mal bei DSDS dabei war. Weil der hat ja eine eigene Firma mal eben aufgezogen und war sehr erfolgreich. Das muss man ihm lassen. Kein Plan. Ja. Och nö! Ich glaube, man kann sagen, er hat halt gemerkt, dass den Job als Sänger er nicht so ganz erfüllen kann, aber da war das sehr viel im Hintergrund gemausert. Man hat ihn nicht mehr oft vor der Kamera gesehen, aber dafür hat er im Hintergrund sehr viel gemacht. Bis halt, naja, die Sache mit dem Schnitt kam. Oh, leck mich! Jetzt dachte ich gerade, oh geil, jetzt komm. Nein, das möchte ich nicht lecken. Arc Furnace mit Turbo-Modulen versetzen. Jetzt schaue ich mir ein Arc Furnace an, was für Module ich reinklatschen kann. Erlaubte Module, Effizienzmodul 1, 2 und 3. So. Jetzt bitte nochmal für die Dummies. Jetzt haben wir das gerade umgebaut, weil ich wollte gerade sagen, jetzt hast du mich wieder nichts, aber es passt ja dann. Ja, ich habe umgebaut gerade, weil so kann ich das hier locker erweitern. Jo. Beziehungsweise ich kann es da auch von der anderen Seite runter tun. Ah, ei. Tarsus meint, ich bin jede Woche bei The Masked Singer dabei. Du? Ich sag bloß, ihr habt nie eingeschaltet, ihr Idioten. Ich schau schon lang kein Fernsehen mehr. Was ist Fernsehen? Twitch. Was ist das? Erst kannst du essen, Lolli. Schmeckt's lecker? Weißt du, ich probier's einfach mal.
ganz ehrlich, Tarsus, ich muss an der Stelle zugeben, ich habe The Masked Singer ehrlich gesagt nie angeschaut, wirklich. Es war einfach immer so, das Konzept ist irgendwo interessant, aber nö. Also ich sag's mal so, verschiedene Sänger, die du nie in deinem Leben vermutest, verkleiden sich und singen, glaube ich, und die anderen müssen erraten, wer darunter stecken könnte. Ne, ich weiß ja das Konzept von der Show etc., aber es interessiert mich halt nicht weiter. Es ist einfach für mich so, ich merke dann einfach, wer teilnimmt und dann habe ich schon kein Interesse mehr. Es müssen, glaube ich, nicht immer Sänger unter den Kostümen stecken. Es können, glaube ich, auch Schauspieler sein. Bin mir unsicher. Ja. Ich glaube, der größte Gag, den die mal gemacht haben, das war halt nicht in der deutschen Version davon, das war in der südkoreanischen Version. Da haben sie mal Ryan Reynolds in so ein Kostüm gesteckt, beziehungsweise ein Doppelkostüm, weil der, glaube ich, noch im Deadpool-Kostüm war. Und das fand ich zumindest mal ein guter Gag. Ich wollte gerade sagen, und hat sie auch dementsprechend wie Deadpool verhalten, oder was? Na, er hat zumindest auf Deadpool-Art gesungen. Es war damals zur Promo von Deadpool 2. Wo sie die Aktion gemacht haben. Ach, come on. Na gut. Morgen ist Montag. Oh, erinnere einer da dran. Das Gute ist, ich arbeite ja nur 3 Tage. Das Gute ist, ich habe morgen frei. Zum Glück. Dafür ist aber bei dir der Montag der Dienstag. Ja. Der Dienstag der Montag. Ja, so. Ja. Ich weiß schon, wie es gemeint ist. Ich verstehe, Lauli. Ich bin einer. Ja. Irgendwas muss ich ja sagen, um mich bei dir beliebt zu machen. Malkaf, Lauli, Lauli, Malkaf. Immerhin gibt es dann Übersetzer zwischen denen. Lauli macht sich gerade nicht recht beliebt. Wieso nur? Nee, ganz ehrlich, das lange Wochenende habe ich mir da auch redlich verdient. Ja, hast du ja letztes Mal schon gesagt, was für Tortur die einen bei dir veranstalten wollen. Ja. Und jetzt haben sie schlauerweise einen Bezirk, den ich soweit die Woche gefahren bin, wieder eingeführt. Der hatte zwar auch recht wenig, aber dann sollte ich noch nach Timbuktu quasi und dort dann helfen, wo ich so denke, Leute, der Kollege hier hat 250 Sachen, da wäre es doch besser, wenn ich ihm helfen würde, anstatt dass er mich nach Timbuktu. Ja, aber anders ging's nicht, deswegen so und so und so. Und ich denke, boah. Ey, manchmal diese Intelligenz von meinen Obersten. Ja, die muss man nicht verstehen, will man aber manchmal wirklich verstehen. Keine Angst, das ist in jeder Firma so. Ich glaube, das ist das Erste. Die will man nicht verstehen, muss man aber aufgrund des Berufs. Yay, Sprengstoff! Yay, Tempomodule!
Wir haben keine gelben Flaschen. Laser! Laser, Blaser. Okay, das kann man machen. Wozu eigentlich Laser, wenn wir keinen Laser haben? Verdammt, der hat's erraten! Das ist doch Wurst, Hauptsache wir forschen irgendwas. Deswegen habe ich auch gerade eine Sprengstoffe rein. Ja, nur mal so, Kupfer geht auch gerade so wieder ein bisschen zu Neige. Wie sinnlos sollen wir eigentlich forschen? Ja. Oh, ja! Zuerst und ja. Ich sag mal, die anderen Flaschen haben wir genug, nur die gelben fehlen halt. Also von da aus können wir forschen. Die anderen Flaschen haben wir genug. Theron, das, an deiner Stelle würde ich mich auch beleidigt fühlen. Ich kenn Skala. Der meint's nicht so. Jedenfalls nicht gegenüber mir. Ach, schade. Und wenn doch, ich setze mir mit seiner Frau zusammen. Und spielt eine Ränkeblärne. Was? Wie bitte? Okay, gut, da kann ich jetzt hier mehr. Ach, das fehlt. Okay. Was? Nein, das sag ich nicht. Das sag ich nicht. Nein. Hier kannst du fehlen, übrigens. Aber die. Ich möchte nur erwähnen, du bist Mord. Nur zum Tippen. Aber die eigentliche Frage, die ich mir stelle: Mit Pfand oder ohne? PET oder kein PET? Jetzt sag mal, ich bin ja nicht eingeheiratet. Wir sind Geschwister. Ach so, ich wollte ja. Ich weiß, Tarsus, ich weiß. Der dann hinter mir leben ist. Nein. Ach, Leute. So, dann habe ich hier wieder. So, die zwei Maschinen werden eigentlich relativ gut bestückt. Sammelt sich hier auch an. Ich bräuchte halt wahrscheinlich nur wieder mehr. Heute ist der Tag der Geschwister. Ich glaube, wir erfüllen den Tag. Eieieiei. Also ich glaube, jetzt ist zum ersten Mal der Punkt erreicht, wo ich sagen könnte, jetzt könnte ich mal die Montagemaschinen für die gelben Fläschchen erhöhen. Was? Das ist der Alarm für einen Roboterhangar hier hinten. Okay. Hat jemand hier hinten mit dem Roboterhangar was gemacht? Nee, aber ich schmeiß mal weg, damit es repariert. So. Jemand da hinten ist einer zerstört und ich weiß nicht. Mit dem Panzer drüber gefahren oder die Viecher haben ihn angegriffen. Stell Tiron, red dich raus mit die Viecher angegriffen. Ich renn halt einen. Ich hab keinen Panzer gehabt. Mein Auto ging vorher kaputt.
rausgefahren bist? Ich habe ein Auto, kein Panzer. Dann stell halt einen wieder hin. So. Haben nichts gemacht. Wir brauchen mehr Edelstahl. Ah. So. Gott. Nee, da muss ich nicht weiter. Ah, das sehe ich. Sehe ich das jetzt endlich wieder? Keine Ahnung, ich habe, glaube ich, mal die Ansicht, was wo hergestellt wird, ausgemacht. Ja, aber sonst forschungstechnisch? Wir haben zumindest wieder einen Sprung nach vorne geschafft. So. Transmaterialisierung wird gut. Okay. Kupfer reicht nicht mehr. Ja, Moment. Oh Gott. Also die Maschinen unten arbeiten zwar, aber irgendwas frisst ordentlich Kupfer. Ne, ich habe wie gesagt nach drüben zu den gelben Flaschen, wo die Kupferfolie hergestellt wird, das erklärt's natürlich. Und zwar ein gelbes Stückchen drinne. Das erklärt's natürlich. Gelbes Stückchen? Also Fließband. Fließband meinst du, wo du vorhin gesagt hast, ja, okay. Das habe ich halt jetzt aufgehoben und dann hat's halt jetzt richtig gebulfert. Dafür kommt man die Maschine nicht mehr hinterher dann. Ja, Montagemaschinen, für die man Rubine braucht, Tarsus. Weil wenn man, glaube ich, hier schaut, Reinigungsanlage, Misch... Ach ja, hier ist er. Lasermontagemaschine. Brauchen wir 2 Rubine. Aber wir haben keine. Vergiss, ja, 2 Rubine für einen Laser, ne? Ja, sag ich doch, für die Lasermontagemaschine. Ja, einen Laser habe ich schon mal hergestellt. Ich brauche noch einen Laser. Dann kann ich eine Lasermontagemaschine herstellen, sofern ich einen großen Stahlrahmen hätte. Aber der große Stahlrahmen ist jetzt nicht das Problem. Er hat verfolgt. I know what you have. Hilfe. Soll ich sagen? Soll ich es sagen? Nein. Alkaf. Was? Weißt du, wer gerade einen Rubin genommen hat? Der nach Rad vorbei rennt. Jetzt hab ich noch einen. Was verfolgt ihr mich jetzt alle? Ich hab aufgehört. Ich hab ja Alkaf jetzt auf die Kerze. Was willst du von mir, Malkauf? Rubin! Wo brauchst du den? Lasermontagemaschine! Zu was brauchst du die? Lasermontagemaschine! Damit ich was herstellen kann, das nur in eine Lasermontagemaschine geht. Zu Datenträger haben? Nein, ich kann nur die in der Lasermontagemaschine. Ich gebe dir 20 Datenträger. Warte mal. Datenträger? Ja, Datenspeicher, bitte. Datenspeicher. Die brauche ich. Ich weiß nicht mehr, was euer Problem ist. Juhu, danke. Ich habe einfach mal kurz zur Montagemaschine wo geklaut und habe sie durchlaufen lassen und nach mir hingestellt. Das wäre keiner von euch. Also, ich hatte meinen Spaß damit, einfach nur Malkaffe auf dich zu hetzen. Ey, bekomme ich dafür den Rubin? Warte, was hast du denn immer noch? Malkaffe hat auch gesagt, er hat einen, oder? Nein, du hast einen. Tiron hat gesagt, du hast einen. Ja. Ich dachte, du hast auch einen. Ich weiß nicht. Tiron? Malka, wie hab dich gemeint? Hast du gesagt, du brauchst nur einen Rubin? Willst du jetzt auf mir hetzen, oder was? Ja, den hab ich für einen Laser verwendet.
Ein Laser bräuchte ich noch und ich könnte eine Lasermontagemaschine herstellen. Dafür bräuchte ich einen Rubin. Ist doch logisch. Ja, ich nehme auch den Laser. Ach, das ist... Ich habe jetzt hier übrigens eine Maschine hingebaut, wo Datenspeicher oder wie auch immer jetzt das Scheißding ist. Ah, sehr schön, okay. Sehr schön, sehr schön. In kleinen Mengen halt, ne? Bitte? In kleinen Mengen. Ja, ja, ist in Ordnung. So händisch befüllen halt. Ist in Ordnung, ist in Ordnung, ist in Ordnung. So. Wann jetzt schon wieder? Das ist mein Tauschgeschäft wie im alten Düsseldorf in Klammer Neandertal. Ich war noch nie in Düsseldorf. Ich auch nicht, aber ich finde den Vergleich gut. Ich find's nur krass, dass Düsseldorf jedes Mal als die verbotene Stadt dargestellt wird. War es nicht Bielefeld? Nein, das war Düsseldorf. Frag die Kolonia. Die Kölner. Salia ist auch so eine. Düsseldorf existiert nicht, das ist die verbotene Stadt! Ich hätte gemeint, es war Bielefeld. Ja, ich dachte, es war Bielefeld. Und weh, du sprichst den Namen Köln falsch aus. Im Kölscher Dialekt. Also nicht mal im Kölscher Dialekt. Dann stirbt irgendein Kölner. Da werde ich das demnächst aber erstmal öfters mal sagen. Ich weiß nur, wie ich mal mit einem Kollegen damals erst mal auf der Gamescom war, haben wir abends uns in den Bar gesetzt, haben einen Kölsch getrunken mit ein paar Bekannten. Einmal nie wieder. Und wie hat es Kölsch geschmeckt? Wie Wasser oder? Das Wasser war gut. Aber ich glaube, dass jedes Bundesland ist so. Mehr oder jede Stadt ist so, wo sich damit rühmt, oh, wir haben das beste Bier und so weiter. Und in Wirklichkeit schmeckt es nach Pisse oder nach Wasser. Keine Ahnung. Oh, ich wollte doch hier irgendwas machen. Verdammt, ich wollte eigentlich auch irgendwas gerade, aber hab wieder vergessen was. Das ist schlecht. Alzheimer. Ja, ganz furchtbar. Ein Düsseldorfer kann das Kölsch als Bier annehmen und die Kölner kippen nach zwei alt aus den Schluppen. Ich wollte schon Latschen sagen. Ja, stimmt ja auch. Mehr oder weniger. Ah, jetzt weiß ich wieder, was ich wollte. Ich wollte zumindest korrekt vorlesen. Ah, das ist Datenspeicher. Na, ich bin aber eh im Allgemeinen kein Freund von Fasching oder von Karneval oder sonst irgendwas. Nicht sterben. Das vorher. Ich sag's fürs nächste Mal. Ich sag's immer so, Tarsus, ich bin zum Beispiel so einer, ich trinke nur ab und zu mal Bier. Definitiv kein regelmäßiger Trinker. Dito. Wenn Bier, dann eher bei mir in Desperados oder in Corona. Das ist das einzige Bier, was ich runter krieg. Nee. Wenn dann ein bayerisches Lager oder ein Keller. Du musst verstehen, Lauli hat Ansprüche.
Ich wollte gerade was Böses sagen, aber ich habe mir den Kommentar gerade auch verkniffen. Ob dich das gerettet hat, weiß ich nicht. Ja, gerade noch. Na. Ich kann gleich mit, ich mach gerade einen Panzer. Meinen eigenen Panzer. Ja, dann mach deinen eigenen Panzer. Lauli, du kannst gerne meinen Panzer haben. I hate you all. Wieso? Panzer? Kannst du falsch machen. Hab ich noch Material für einen Arc für Nays? Nee, natürlich nicht. Jetzt halt, jeder hat einen anderen Geschmack. Der Vater trinkt Weißbier, ich kann das nicht trinken. Ich weiß, das ist... Oh, ich schreibe Eisen an und da ist haben wir nichts von Muni drin. Oh Gott, hab ich irgendwo Türtor? Oh Gott, mein Panzer braucht noch. Beeil dich aber. Aber echt, hier. Mach schon mal los. Hast doch dein Zeug. Aus Reichweite. So. Aus der Reichweite von Kindern bewahren. Markov, brauchst du da ein Laser-Modul oder was du da gebaut hast noch? Nimm. Dankeschön. Solange ich die Datenspeicher bekomme, dann alles gut. Ja, ja, Datenspeicher habe ich nochmal bestimmt 20 jetzt. Wow, ich bin mir ziemlich sicher, Markov lässt sich bestechen. Ich bin nicht bestechlich, ich habe nur meinen Preis. Nein, ich habe keine Fließbandimmunität. Habe ich auch nicht. Ich habe gar nichts. Ich habe einfach nur eine Hochleistungsrüstung. Faulheit. Mit. Schlicht und ergreifend Faulheit. Da Batterieentladungsrüstung und eine tragbare Batterie drin. Keine Ahnung, wofür ich die brauche. Jetzt wird aber gerade richtig ausgedünnt. So, hast du einen Zug, Lauli? Nein, Panzer baut noch. Wird gebaut. Lauli, warum? Oh. Sag mir bitte nicht Panzer. Nein, aber da hättest du die ganze Zeit auch mal einen haben können, wie gesagt. Bitte. Will dir jemand von euch Hochleistungsrüstung? Ja, konform fahre ich gerade raus. Also die Zweier. Ich muss erst noch bauen, also das bringt jetzt sowieso nichts. Jo, dann wünsche ich dir auch noch einen schönen Abend, Tarsus. Wir machen nimmer lang, also auf jeden Fall wirst du ihn nicht verpassen hier. Vielleicht werden wir uns noch ein bisschen ankläffen gegenseitig, ich weiß nicht. Das schauen wir mal. Viel verpassen wirst du nicht. Und dann beim nächsten Mal, was ist aus eurer Basis passiert? Alles liegt in Schutt und Asche.
Räumungsverkauf. Yay! Alles muss alles raus. Alles muss raus. Billy! Kala. Was denn? Auf jeden Fall schönen Abend, Tassos. Boy, boy. Ciao. Wieso verfolgst du mich schon wieder? Du hast eine Hochleistungsrüstung angeboten. Ich habe gefragt, ob eine haben will. Ich muss sie noch ja. bauen. Ja! Wie, du musst sie noch bauen? Ich habe gerade hier die Base verlassen, glaubend, dass ich... Ich kann ja nicht mal was, weil du hast ja genug Leichtmetall, Baudale oder wie auch immer die Scheißdinger schimpfen. Wett? Nee, muss ich ja klauen bei dir, ne? Wett? Dann bekommst du ja. eben keine Rüstung. Alter, du beklaust mich! Ja. Noch nicht gemerkt? Natürlich. Es wäre okay, wenn ich dafür was bekomme, aber jetzt willst du mir nicht mal mehr was dafür geben. Ist ja im Bau, wenn ich mal dazu kommen könnte. Ich brauche eigentlich nur die Leichtbauteile. Ja, und ich brauche jemanden, der weniger meckert. Wer meckert denn gerade? Ja, ich nicht. Doch. Kann übernimmst du doch, weißt du schon. Yay. Yippie-yay-yay, Schweinebacke. Komm her, ich hab die Schrotflinte geladen. Also ich werde dann zu weit, bist du schon okay? Ich bin oben. Ja. Mein Panzer ist fertig. Ich geh mir meine Leiche vor. Markkraft, soll ich dir auch gleich noch eine Hochleistungsrüstung und Moro 2 bauen? Ja. Wenn. Ja, Markkraft, möchtest du eine Hochleistungsrüstung aus geklauten Teilen haben? Ja, warum nicht? Gut so. Also, Markkraft, du bekommst sofort Terron. Du Scheiße. Ich frage mich echt, wenn man genug Exoskelette reindut, ob man irgendwann schneller wieder Panzer ist. Wirklich wär's. Ich baue mir nochmal 2. Ich hätte da mal eine Frage. Eine Frage? Ich habe jede Menge Zeug für Beton reingebombt. Und warum sieht die Basis noch immer so aus wie vorher? Hat da jemand die Lust am Betonieren verloren? Das kann hier nur eine beantworten. Es ist Laudi. Ich hab die ganze Zeit weiter betoniert, falls es euch nicht aufgefallen ist. Dann war's ich wahrscheinlich hab auch die falschen Stellen. Weiter gemacht. Dann war es wahrscheinlich die falschen Stellen. Hä? Will keiner sonst meine Leiche in den Pumpe fallen? Ja, wo bist du? Da unten bei Stein. Es dauert wieder, weil ich bin oben, weil ich dachte, du bist oben. Nein. Ich komme mal mit. Meiner baut jetzt sowieso erstmal 2 Dinge. Dass ich den Scheißpanzer immer Huckepack nehmen muss, wenn ich hier durch die Basis gehe. Nein.
doch. Oh. Ich glaube, ich werde hier wahnsinnig. So, was machst denn du? Apropos wahnsinnig, hier sind noch irgendwie, wo ich bin, bei den blauen Chipsätzen, ein Haufen Greifarme, die das Zeug mitten in die Luft heben. Ja, da sollen eigentlich Lasermontagemaschinen mal hin. So, ich bin da. Aha, okay. Aber wir haben halt keins. Kommen keine scheiß Greifroboter zum Reparieren. Ich hasse euch alle einfach. Nichts kann man sich hier sicher sein. Nichts. Nö, nichts, nada. Absolut nichts. Das Lager einmal ausrotten. Auf sie mit Gebrüll. Wow. Ist weg. Oh. Dankeschön. Wollte ich denn jetzt? Wenn er schon da sei, dann können wir gleich das nächste ausräuchern. Ich musste erstmal reparieren, weil kein scheiß Roboter zu mir gehen wollte, um zu reparieren. Ich sah dazu jetzt nichts. Ah, stimmt. Ich repariere erstmal. Also Hilfe! Ah, mein armer Panzer! Was macht denn hier? Daddy will potenziell unbedingt links ausweichen, obwohl rechts mehr als genügend Platz war. Ja, na gut, dann fahren wir zurück. Übrigens, Theron, bleib mal kurz stehen. Nein! Nein! Doch, ich hab was für dich. Wenn du nicht stehen bleibst, bekommst du es nicht. Wahrscheinlich ein Bussi auf das Aua Aua. Wahrscheinlich. Ungut ist. Ich komme in einen Panzer. Es gibt nur eine wichtige Frage. Die da wäre? Ja, es ist aus geklauten Teilen von deinen Maschinen hergestellt. Es war mir klar, das war mir klar. Ja, wo soll ich sonst diese Leichtbauteile herbekommen? Wir haben es nur in deiner Maschine. Das akzeptiere ich ja auch alles. Meistens jedenfalls. Die für mich wichtige Frage ist, hat Malkov sie vorher bekommen? Nein. Gut, okay. Außer, und die ist gerade fertig geworden. Ja, ich gebe sie dir. Wenn ich zurückgeladen bin, gebe ich sie dann Malkov. Gut. Und ich mache jetzt auch was, dass die Viecher wieder reparieren können, weil die haben einfach nur keine Reparaturkits mehr. Ja, wollte ich auch schon was für die herstellen. Nachdem ich noch 20 Mal gejammert habe. Natürlich. So. Können sie gleich bei mir abholen und dann können sie wieder reparieren. War das schlau? Ich muss. Kupfer reicht übrigens immer noch nicht. Ja, doch. So. Ich hab kein Gummi. Schon wieder. Ja. Sag mal, ihr seid verheiratet. Da gibt's doch jetzt eigentlich Gummi in der E-Edition.
Keine Antwort meinerseits. Keine Antwort. Ha? Eine 12er Packung fürs Jahr, ne? 12er Packung für 12 Jahre, ja. So. Da müssen wir aber schon sparsam sein, ey. So, jetzt wird auch wieder Kautschuk hergestellt. Weil wir hatten keinen Kautschuk mehr. Echt? Da waren noch ein paar Kisten. Oh, ja, das sehe ich jetzt. Okay. Was? Ich hab gedacht, das kann nicht leer sein. Ja, deswegen habe ich mal Papier angefacht. Damit, weil ich dachte, okay, dann wird wieder Kautschuk hergestellt. Ja, ich weiß doch nicht, was ihr da für alles gebaut habt. Und wie. Ja, auf jeden Fall, man könnte noch Kautschuk. Ja, weil jetzt habe ich nämlich Kautschuk auf alle Fälle nachgefüllt. Jetzt kriegen wir auch wieder schnelle Fließbänder. Oder die Express, besser gesagt. So, ich gehe noch eben weiter. Ich tue jetzt noch hier oben ein paar Nester aushöhlen. Räuchern. Räuchern, ja, von mir aus. Ich benutze... Ich benutze explosive Kanonengeschosse, also... Okay, also wir brauchen unbedingt Kupfer, weil wir haben überhaupt kein lila Flashlight mehr, weil das komplette Band schon leer gesaugt ist. Da hat man was gemacht. Ja. Ja, viel zu wenig. Ah! Jetzt weiß ich wieder. Wollen wir lieber noch was anzapfen von extern? Auf dem Förderband steht, wir verbrauchen nicht genug. Ja, deswegen... Genau, ja. Das sind nur die normalen Fließbänder. Ich würde es erstmal durch blaue ersetzen. Ja, wie gesagt, meine Frage wäre halt eher in die Richtung von zapfen wir noch eine Quelle an, damit wir einfach mehr herschaffen können. Ja, wie gesagt, das Kupfererz ist nicht unser Problem. Die Verbrennung ist ja das Problem. Okay. Ja, ich habe ja halt Turbomodule reingeknallt, damit die schneller schmelzen. Ja, beziehungsweise auch die Reinigungsanlagen schaffen es jetzt nicht mehr. Okay, müssen wir das auch halten. Weil ich hab's jetzt mal durch blaues Fließband erhöht, jetzt ist alles nach die Öfen eingelaufen. Es staut sich da und jetzt kommen halt dann die Reinigungsanlagen nicht mehr hinterher. Doch, doch, die Reinigungsanlagen kommen schon hinterher, weil ich nämlich doch Tempomodule herstellen wollte. Die V2. Ja, und dann kommen sie noch nicht hinterher. Weil dann werden die Maschinen auf alle Fälle hinterher kommen. Hab ich noch Tempo? Ich hab sogar noch 8 Stück, Sister. Von den V2? Ja. Cool. Dann jeweils in eine Maschine ein Tempomodul reinklatschen. Bin ich schon dabei. Gut. Sind schon verbaut. Sehr schön. Weil dann sollte es das eigentlich gleich gewesen sein. Ja, aber wie gesagt, die Öfen kommen deswegen trotzdem nicht hinterher. Ah, das haben wir gleich. Okay. Da habe ich noch genügend Treibstoff drin. So, und hab. Ich muss mal wieder ein Thermalbad. Kann man ja machen. Und wieder. Ist ja nicht mit. Du bist doch süchtig nach Thermalbädern. Dank meiner Neurodermitis, ja. Oh, stimmt, ja. Neurodermitis sagt ja. Neurodermitis sagt ja, okay. Oh, Mann. Ja klar, dann ist verständlich. Nehme ich alles zurück, entschuldige mich bei dir und gib dir einen Lolli, okay? Weg mit dem Lolli. Geht kein Lolli für dich. Wobei, wir haben doch Lollis vorne. Süßer, willst du einen Lolli? Hey, woher haben wir Lollis? Warte, jetzt muss ich gerade überlegen. What? Hey.
Ja. Wir als Handy-Lollis. Da, die Frage bleibt besser und. Ich wollte gerade sagen, die Frage, wie alt Lollis sind, bleiben unbeantwortet. Hashtag Lollicons. Sind wir einfach mal froh, dass gewisse Leute wie Iro gerade nicht da sind? Wieso? Du willst es nicht wissen. Will er wohl einen Lolli haben oder was? Oh nein! Ich kann es mir vorstellen. Die andere Richtung. Ich möchte diese Frage aus rechtlichen Gründen nicht beantworten an dieser Stelle. Also heißt ja. Ja, du weißt es jetzt. Du kannst ja gerne mal danach googeln, Lauli. Nee, danke. Dann hast du die Antwort. Skeller, hast du schon deine noch zwei das Exoskelette reingetan? Warte mal, gebaut habe ich sie. Dann hausen wir mal. Ich würde es mal wissen. Muss ich erstmal umsortieren, sonst haben wir jetzt eng da drin. Gut. So, damit sind es dann Nummer 4 Stück. Warte, 4 Stück? Ja. Ja. Könnte ich auch mal austesten. Hm. Ich habe ja 4 Stück. Achso. Was für 4 Stück? Exoskelette. Achso. Nee, ich habe nur immer 3 Stück drin gehabt, weil nicht mehr reinging, aber jetzt mit 9 geht der 4. auch rein. Müssen wir mal testen. Also ich schätze auch, Beton ist mal schneller wie der Panzer. Ja, auf Beton denke ich auch. Aber auf dem, sagen wir, normalen Sanding glaube ich nicht. Betonstrecke, fahren wir mit dem Panzer. Ja. Bist schon ordentlich schnell. So, wo ist denn das jetzt? Strom. Öl wird oben angegriffen. Oh, sind schon durch. Da müssen wir mal schnell hin. Ja, ich komme von oben, weil ich gerade da unterwegs bin. Da, 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 da. Da, 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 da. Im Wagen vor mir fährt ein junges Mädchen. Ihr Fahrstil ist ganz typisch von einer Frau. Man darf 120, sie fährt 50 km/h. Dass das eine Frau sein muss, das war ja klar. Ach, ich bin frauenfreundlich. Ja, sehr frauenfreundlich. Tipp, ich war schneller wie Terror. Ach komm, du hältst doch wirklich den Verkehr auf. Ja, das los, ist ein bisschen schneller kannst schon fahren. Der ist das letzte Mal auf der Autobahn 90 in den LKW gefahren und ich denke mir so, Junge, gib Gas! Rechts unten ist das Gaspedal, jetzt drück halt bitte drauf. Oh Mann, du blöde Sau, du regst dich auf, lapp da 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 da. Und dann kommt ja die zweite Strophe. Im Wagen hinter mir, da sitzt mein Traumtyp. Er sieht gut aus, was für ein toller Mann. Ich fahr schon extra langsam, damit er mich auch bemerkt. Und schau ihn mir im Innenspiegel an. Oh Mann. So, was Marsch hab ich vorhin erledigt, aber da komm ich nicht zu Wort. Wie hast du erledigt? Ja, eben. Einer geht noch rein. Passend, ich hab noch einen Schluck. Also, einer geht noch. Ah. Dankeschön.
Bitte, wofür? Loli weiß wofür. Ach, und das ist wegen dem LKW. Wir werden doch eh fast runter. Jetzt. Es waren noch 5 Kilometer. Das habe ich erst hinterher gemerkt. Ja. Nur jetzt weil du Sport rauszögern wolltest. Du recht. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Hat ja im Endeffekt eh viel zu lang gedauert. Natürlich. Also ich, wenn ich allein drin wäre, bin ich schneller wie die Mutter. Das letzte Mal, wo ich allein trainiert habe, war ich 1,5 Stunden durch. Gut, dann haben wir die oben auch weg. Gut, wir sollten nicht mehr oben angegriffen werden, zumindest. So, ich habe die Mauer halbwegs repariert oben. Bei Öl. Schütze habe ich nicht weiter aufgestellt. Wobei kann ich zumindest. Und ja. Können wir schon mit Uran was anfangen eigentlich? Uran haben wir noch nicht geforscht. Okay. Wieso fragst du? Ja, wir haben ja Uran neben uns. Und wir haben schon ein paar Sachen erforscht damit, nur ob wir es effektiv nutzen können. Wahrscheinlich könntest du da Dummkraftwerk vielleicht bauen oder so. Ich weiß gar nicht, ob wir das schon erforscht haben. Aber ich sag mal, Strom haben wir eigentlich keine Probleme. Im Moment jedenfalls nicht. Warte, da kann ich da zumindest etwas reintun. Da habe ich zumindest einen Parkschütze. Ja. Ach, Malkaf. Hab ganz vergessen, dir noch deine Hochleistungsrüstung zu geben. Yay, yeah, danke. Hochleitungsrüstung! 2. So. Ach, Rechtsklick war's. So. Gut, haben wir gleich zumindest das Arno was? Da habe ich die Verteidigung oben beim einen Ölfeld zumindest auch wieder hergestellt. Nee, kann ich die aufgeladene Batterien eigentlich in die reinpacken? Mhm. In meine Batterieentladungsausrüstung. Rechtsklick. Auf die Batterie. Ah, okay. Alles gut. Danke. Batterieentladungsausrüstung. Ja, ja. Dann nochmal rechtsklick. Ja, ja. Hab ich. Danke. Gut. Danke.
Function Engine. Ja, Kupfer reicht immer noch nicht. Weil oben kommt eigentlich gar nichts mehr an. Ja. Ich gehe mal gleich zurück und schaue es mir an. Verteidigung ist auf jeden Fall wiederhergestellt. Persönliche Laserverteidigung. I like that. Stimmt. Wollten wir ja. Prüft, letzter Benutzer Terror 90, mein Panzer da oben. Uff. Was? Uff. Okay, Kupfer macht nichts, weil da das Zeug voll ist. Abwasser. Ja, jetzt macht's gar nichts mehr. Alter, also, selbst davor ist nicht hinterhergekommen. So, ich hab's jetzt erstmal rausgeschmissen. Ah, und das Abwasser kommt nicht hinterher, weil der Verbrauch von Wasser? Nee, nicht der Verbrauch von Wasser. Wie? Was das kommt Abwasser? Da raus? Nein, nicht das Abwasser, was halt danach ist. Siliziumdioxid. Ja, Siliziumdioxid. Ja, es wird nicht rechtzeitig abgebaut. Also ich stell jetzt. Ich baue um, das wird gleich abgeholt. Ja, aber ich stelle jetzt mal schnell eine Kiste zumindest hin, dass da alles weg ist. Gut, weil ich habe keine Kisten mehr. So, wird schon abgeholt. Ja, ansonsten. Oh, deswegen. Ja, dann schauen wir mal, weil dann fließt das zumindest wieder durch. Alle Öfen sind in Betrieb, soweit ich sehe. Ja, alle Öfen laufen. So, soll man da noch was vergrößern? Ja, weil vorhin sind auch alle Öfen gelaufen und ist nicht hinterher. Ja, ein bisschen mehr können wir auf jeden Fall machen hier raus. 5 Lichtbögen Öfen hätte ich noch. Wäre interessant. Es wäre eigentlich interessant, Skala, wenn man nächstes Mal vielleicht noch eine zweite, sozusagen, Brennerei aufmachen. Also mit Erzbrecher, Reinigungsanlagen etc. Wofür? Einfach damit wir mehr haben. Damit mehr Kupfer gemacht wird. Achso, ich hätte die eher vergrößert. Ne. Für mich ist im Moment so die Frage, wenn wir jetzt eine zweite aufmachen, ist die einfacher zu managen, dass wir jetzt eine zweite aufmachen, als die statt immer weiter zu vergrößern? Ja, ich bin halt immer abreißen, neu bauen. Ja, ne, deswegen hätte ich gesagt, komm, lass uns zumindest die dann sozusagen, ja, zur zweite Brennerei tun und die man dann hier verbinden. Können wir auch machen. Ich bin einfach der Meinung, irgendwann hat das Ganze mit seiner, irgendwann macht es keinen Sinn mehr, es ewig zu vergrößern, so jetzt. Ja. Ne, können wir schon auch neue hinbauen und sozusagen die alte dann
irgendwann abreißen, wenn die neue fertig ist. Nicht zwangsweise abreißen, sondern nebeneinander existieren lassen. Oder so. Ja, wir brauchen Platz dafür. Ja, die müssen halt weg zum Schatz. Die können wir auch ein Stück weiter wegbauen, ist ja egal. Den großen Platz, ja. Aber das machen wir am besten nächstes Mal. Ja. Ja, natürlich nochmal zerbrechen und schon mal alles bauen ein wenig. Schmeiße ich schon mal rein. Das nächste Mal weiß ich nicht, wo ich weitermachen soll. Ja, weil ich sehe es halt so, die Bänder, die hin und her schicken, haben auch nur immer eine begrenzte Leistung. Und wenn man stattdessen einfach noch ein zweites Ball, Zeug machen nebendran, wird das viel besser befüllt, als wenn man da ständig irgendwie noch, dann auf das upgraden, etc., sondern einfach, ja. Ja, so einen Schock können wir ja gerne machen. Das ist meine Begründung. Sagt keiner was, okay. Einspruch! Abgelehnt. So, ich baue jetzt erstmal 8 Zerbrecher. Nochmal die Stahl. Nächstes Mal. Ja, ne, ich hab's mal schon reingeschmissen, dass ich weiß, wo ich weitermache. Gut. Dann ist eigentlich ein guter Zeitpunkt, dass wir uns alle verabschieden. Jo. It's time to say goodbye. Tumbalkaf, Tumbalkaf. An Terran übrigens nicht eine komplette Glasproduktion steht. Warte mal, ich schau's mir dann mal an, was da fehlt. Gut, ich schau's mir mal kurz an. Ansonsten, wie gesagt, danke fürs Vorbeischauen. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht, auch wenn wir heute ein bisschen, wie soll man sagen, uns an die Gurgel gegangen sind. Ja, indirekt schon. Ich habe dringend einen Fehler schon gefunden. Hier hat jemand Fließbänder ausgetauscht. Ja, das Zinn läuft und nicht mehr. Rotes auf ein gelbes gesetzt. Das geht nicht. Ich weiß nicht. Das Fließband. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ja, Zinn hat gefehlt, deswegen ging es hier nicht weiter. Ja. Ich gucke eher, dass ich auf die blauen Fließbänder gehe. Ja, so. Gut, das bringt. Muss man immer schauen, ob es was bringt überhaupt. Ein bisschen was. Ja. Ansonsten, ich wünsche euch allen noch einen schönen Abend. Vielleicht mache ich morgen mit Final Fantasy 14 weiter. Da bereite ich die ganze Zeit etwas vor und würde sagen, ja, habt noch einen schönen restlichen Sonntag. Wenn ich rausschaue, dann kommen bei mir dunkle Wolken, also yay. Ich werde mir jetzt auch nicht großartig viel mehr was machen. So. Ich schau mal gerade, wer noch anders streamt. Das wäre zum Beispiel, ich kann euch dann noch zu Malkaf schicken, der spielt auch gerade Factorio. Oder spielt Rust. Das ist auch ein schönes Aufbauspiel. Rust? Vergiss es. Rust ist kein schönes Aufbauspiel mehr, wie damals. Ich kenn's nicht. Rust ist mittlerweile so extrem PvP, toxisch verseucht. Das macht keinen Spaß mehr. Ja, man kann es aber halt auch irgendwie ein anderes spielen, deswegen. Ja klar, mit Freunden auf alle Fälle dann ist super, auf Privatserver. Aber auf öffentlichen Server ist es wie DayZ. Dir wird innerhalb von ein paar Sekunden der Schädel weggeballert. Ja, ne, so wie ich Smoo kenne, wird er wahrscheinlich auf dem Privatserver spielen. Ja, dann ist es was anderes. Ist doch egal, was man schaut. Ja, da kann ich auch euch alle auch zu Malkaf schicken. Wie gesagt, der spielt eh gerade Factorio, ist auch cool. Du willst bloß, dass ich doch keinen Feierabend mache, ne? Nein, eigentlich will ich trollen. Ja. Also dann. Schönen Abend, jetzt Final und ja, bis zum nächsten Mal. Bye. Bye bye. Ciao. Ciao.
So, Raid wurde durchgeführt. Oh, ey, Eis haben wir jetzt auch genug. Ja. Warum kommt kein Hack bei mir an? Ich hab zu Smoo. Ah, okay. Ja, wir raiden zu Malkov. Raid Smoo. Max, hörst doch auch jetzt auf. Hättest du mich geradet, dann hätte ich doch was anderes gemacht. Irgendwie. Irgendwo. Irgendwann. Ja. Fängt das Leben wieder von vorne an. Also dann schönen Abend. Jo, gleichfalls. Ich muss jetzt nach der Katze gucken. Mach das, und ich speichere diesmal richtig ab. Ja. Ich speichere auch nochmal. Industrial Revolution. So. Bye. 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 Ciao. Ciao. Boy. Da waren es nur noch zwei. Didem, didem, didem. Ja. Aber gut, ich werde jetzt wahrscheinlich auch gehen, ich mach noch was zu essen. Jo, dann lass es dir schmecken. Jo. Mal schauen, ich hoffe mal, dass ich demnächst mal Schlafrhythmus wieder in den Griff bekomme. Du warst in letzter Zeit komplett durcheinander. Ja, kenn ich. Ich bin auch erst immer gegen wann ins Bett. Also gestern war es ja auch furchtbar schlimm. Erst gegen 1:30, kurz vor 2. Und bin bis um 10 liegen geblieben, das will ich heute auch ändern. Dass ich spätestens 23 Uhr ins Bett gehe und gegen 7:30, 8 aufstehe. Ja, war bei mir so ähnlich. Na, ich hab's die letzten paar Tage richtig bescheuert gehabt. Naja. Aber gut, hier haben wir Gold. Gold können wir auch da drüben langsam mal wen abzweigen. Ja gut, ich hab ja abgespeichert auch, also... Ja, ich schau nur grad. So. Spiel beenden. Ja, wir gehen schöne Schritte voran. So, du streamst noch? Ja, noch. Aber ich weiß auch nicht, ob ich Raid mache oder ob ich Spiel wechsle. Ich weiß es nicht. Das ist dir überlassen. Mhm. Einerseits hätte ich voll Bock noch auf Elden Ring. Andererseits... Ja, spiel halt, wenn du Bock hast. Spiel's! Ja, das Problem ist halt... Ich will es eigentlich privat weiterspielen, dann denke ich so. Ja, aber wenn ich privat weiterspiele. Ich habe jetzt auch mit. Final Fantasy 14. Final Fantasy 14 habe ich auch die ganze Zeit, sage ich, privat weiter, wo ich halt am Ende sage: Hey, ich tue halt hier nur die Story machen, alles andere drumherum mache ich privat. Wobei, nee, komm, ich mach. Ha, verdammt! Es ist schlimm! Einerseits hätte ich doch ein bisschen Bock, andererseits will ich Feierabend machen. Furchtbar. Nee, ich mach Feierabend. Ich mach Feierabend. So. Sonst mach ich wieder bis keine Ahnung wie lang und hab wieder nichts gebacken bekommen. Weil ich sollte definitiv noch ein bisschen Haushalt machen. Okay, dann mach Haushalt. Ja, und irgendwie. Drücke ich mich so ein bisschen davor. Egal. Woher kenne ich das nur? Jo, also dann. Ciao. Jo, boy. So, da ist Theron jetzt auch weg. Ja, dann denke ich mal, mache ich auch Feierabend. Hat auf alle Fälle Spaß gemacht. Wie Theron schon gesagt hat, kleine Schritte, aber wir kommen voran. Dann gucke ich mal, wo ich euch hinschicke. Ich weiß, wo ich euch hinschicke. Nämlich zu Chevella, kriegt ihr noch ein bisschen. Wie heißt denn der? Ruhiges Programm mit Animal Shelter Simulator. Ist ein ruhiges Spiel. Hab mal gestern ein bisschen reingeschaut. Da macht sie jetzt gerade weiter. Ich denke mal, morgen. Dafür Elden Ring. Wann, weiß ich noch nicht. Ich hoffe mal, so gegen mittags.
so ab 13:30, 14 Uhr. Und dann mal gucken, wie weit ich das noch online durchziehe mit Elden Ring. Weil ich will es privat auf alle Fälle weiterspielen. Naja, nichtsdestotrotz, danke, dass ihr dabei gewesen seid. Vielen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns, wie gesagt, morgen wieder. Und wünsche euch noch einen schönen Restsonntag. Erholt euch gut. Bleibt gesund. Lasst euch nicht stressen. Und ja, bis die Tage. Das war's von meiner Seite. Wünsche euch alles Gute. Ciao. Und bis dann.